fly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. We all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds. Flying high, but I can't even bring myself down. Leute, hallo, 16 Uhr beim bedingungslosen Nachmittag, live aus Speichers Blueskneipe, allerdings heute ohne Publikum. Wir sind hier in sehr dünner Besetzung heute, ganz Corona-like, aber ich freue mich trotzdem, dass wir endlich mal wieder auf Sendung sind. Wir mussten ja einige Sendungen abblasen, aber heute wird es bei uns umso besser. Und zwar habe ich zwei Gäste hier, über die ich mich sehr freue. Das ist einmal Jana Berwick. Hallo Jana. Und dann haben wir Wolfgang Endler, der steht noch aus Sicherheitsgründen am Katzentisch. Den holen wir in der zweiten Rederunde an den Tisch. Also wir sitzen hier heute nur zu zweit, wie sich das nach den neuen Regeln gehört. Und ja, wie gesagt, und ihr könnt heute auch nicht ins Speichers kommen. Also wir haben heute für Publikum geschlossen. Aber wir sind heute live auch zu sehen im Netz. Und zwar einmal über video.rockradio.de und dann auf der Seite von Rockradio bei Facebook und bei YouTube auf dem Kanal von Rockradio. Also ihr könnt euch drei Möglichkeiten heute aussuchen, uns zu sehen und zu hören. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir haben heute noch was Besonderes. Und zwar machen wir heute nur Musik von Jana Berwick. Sie hat eine neue CD rausgebracht. Da bin ich auch sehr gespannt. Und die spielen wir im Laufe der Sendung. Und an der Kamera ist wieder Klaus von Kiekema Film Berlin. Den Film seht ihr in nächster Zeit, aber ihr könnt ihn ab sofort, ab heute Abend auch im Kanal, im YouTube-Kanal von Rockradio sehen. Und dann haben wir an der Technik Klaus Schnabel-Köplin, Chef von Rockradio. Und wenn er soweit ist, spielt er das erste Stück von Jana Berwicks neuer CD. Darf ich fragen, wie heißt die? Die CD heißt Wellblechreiten. Gut, dann spiel einfach ein und sie sagt ihn dann an. Spiel doch das Titelstück, Wellblechreiten. Wellblechreiten. Nummer 11. Nummer 11, Wellblechreiten. Hören wir jetzt. Du meldest dich. Das ist nochmal das Problem bei live, aber lasst euch nicht irritieren, ich quatsche jetzt einfach mal ein bisschen weiter, bis die hier die Technik geregelt gekriegt haben. Also wir sprechen heute über die Nöte und Sorgen von Künstlerinnen und Künstlern während der Corona-Krise. Ihr wisst ja, die ganze Kultur ist runtergefahren worden, also Theater, Lesebühnen, Konzertbühnen, wo unsere Gäste sich sonst tummeln. Wolfgang Endler auf Poetry Slam Bühnen, Jana Berwick auf Musikbühnen. Das ist alles zu in Berlin und wird auch, so wie es aussieht, in nächster Zeit zu bleiben. Speichers Blueskneipe, wo Konzerte stattfinden, ist auch zu. Und wir sprechen heute, oder ich spreche heute mit meinen beiden Gästen, wovon die leben, wie sie sich dabei fühlen. Und da kommen wir gleich zu. Wenn Klaus soweit ist, spielen wir erstmal die Musik. Okay? Okay. Gib mir ein Zeichen. Ich red noch weiter. Ja, genau. Also Rockradio läuft natürlich nach wie vor. Rockradio ist ein Internetsender und wenn ihr auf Rockradio geht, dann findet ihr da auf der Titelseite einen Spendeaufruf für Speichers Blueskneipe, weil Speichers Blueskneipe nichts aus diesem Fördertopf bekommt. Und also der Laden ist darauf angewiesen, falls ihr ein paar Euro übrig habt, dass ihr die spendet. Wie gesagt, dieses muss keine große Summe sein. Wenn ihr 3-4 Euro nur entbehren könnt, dann freut sich Speichers Blueskneipe auch darüber. Und die Kontodaten findet ihr auf der Titelseite von Rockradio. Da könnt ihr drauf surfen und da kann man alles
nachlesen, damit uns diese Kneipe hier auch nach Corona, wenn es denn mal endlich vorbei sein sollte, erhalten bleibt. So, bist du bereit? Super! Du meldest dich nicht. Du sagst, du willst mich etwa nicht. Alles muss versteckt sein, finde ich dich. Von meinem neuen Album mit dem gleichnamigen Titel. Schön. Jana, wie gesagt, du bist ja sonst auf den Bühnen Berlin zu Hause. Wie geht es dir im Moment? Oder erzähl doch mal, wie sieht sonst so dein Tagesablauf aus und wie sieht er im Moment aus?
Ja, ich glaube, so viel hat sich nicht verändert, weil ich vorher schon immer auch viel zu Hause war und da gearbeitet habe. Aber natürlich fehlen die Live-Auftritte. Im Sommer gab es ja noch mal eine Möglichkeit, auch live zu spielen. Und aber seit Herbst ist das ja komplett weggefallen. Darf ich fragen, war im Sommer alles ganz normal mit Live-Auftritten oder gab es da irgendwelche Einschränkungen noch? Na, es gab ja diese begrenzte Zuschauerzahl. Ah, okay. Genau, und draußen, es war eher draußen möglich, auch Konzerte zu spielen. Und da, die Stimmung war jetzt nicht so super locker, aber es war halt auch eine schöne Möglichkeit, trotzdem irgendwie auf der Bühne zu stehen und auch im Kontakt mit dem Publikum zu sein. Also das hat mir eine Zeit lang sehr gefehlt. Im Moment ist es so, dass ich mich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt habe, an diese Ruhe. Ne, und mich, also ich glaube, dadurch, dass man im Frühjahr schon, da war ja vieles ungewiss und da hab ich sehr sozusagen erstmal irgendwie, wusste ich gar nichts mit mir anzufangen und jetzt nach dieser Zeit, jetzt Ende des Jahres und jetzt im Moment habe ich mich doch ein Stück weit anders eingerichtet und habe jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen eine Taktik gefunden, wie ich auch mit Menschen im Kontakt sein kann und auch frische Luft bekomme und irgendwie mich kreativ betätige, auch wenn es jetzt auch nicht nur toll ist. Also du hast dir einen Tagesablauf so gesetzt und genau. Lebst nicht in den Tag rein, sondern... Genau, den hatte ich ja vorher schon im Grunde und jetzt, ja, aber im Grunde lebe ich noch mehr in den Tag hinein eigentlich. Also das machst du schon. Du hast jetzt nicht so einen straff geregelten Ablauf, um nicht zu versacken. Das machst du nicht. Na, irgendwie nehme ich mir immer Sachen vor und die arbeite ich dann ab und dann gucke ich, wie viel Zeit noch ist für irgendwas. Okay, also gut. Weil wie gesagt, man hat jetzt von ein paar Leuten gehört, die sagen, sie kommen morgens gar nicht aus dem Bett, weil sie nicht wissen, wozu. Also das ist bei dir nicht der Fall. Oh Gott, nee, da würde ich wirklich, da könnte man mich dann irgendwann... abholen aus dem Bett. Sie stand nie wieder auf. Naja, das Problem ist ja, also wir lachen darüber, ist ja im Grunde nicht witzig. Ja, ist ein ernstes, ist ein ernstes Problem, deshalb frage ich. Aber das ist ja einfach, dass ich mich da so insofern selbst schütze, dass ich das nicht machen werde, weil ich will ja weiterleben. Also das, ja, gut, ne? Aber es gibt eben Leute, die wollen natürlich auch weiterleben, aber die können es halt irgendwie nicht. Genau, ich verstehe das schon. Da haben wir natürlich Glück, weil wir ja sowieso freiberuflich sind. Mhm. Da ist man natürlich gewöhnt, irgendwie sich selber zu motivieren und sich selber seinen Tagesablauf zu setzen. Wie ist denn das, also du hast ja jetzt keine Einnahmen mehr durch Auftritte. Wie ist denn das bei dir mit der Entschädigung, die da großmundig oder vollmundig angekündigt wurde? Ist das für dich relevant? Oder? Ja, das ist relevant. Also ich habe den Corona-Zuschuss bekommen und hatte dann auch noch im Herbst eine Förderung von einer europäischen Kulturförderung. Und das entlastet mich natürlich gerade. Also das ist gut, das hat geklappt, weil es ja bei einigen nicht geklappt hat. Ja. Das ist prima. Sonst würde ich jetzt vielleicht nicht so entspannt da sitzen. Also das schafft mir schon einen ganz guten Puffer und ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und wie ist das, wann ist deine neue CD rausgekommen? Na, die ist jetzt am 27. November ist die rausgekommen. Und wie bewirbst du die jetzt? Weil wie gesagt, also die Live-Auftritte fallen ja jetzt weg. Was machst du jetzt, um die zu bewerben oder um dich zu bewerben? Ja, es ist schwierig. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil die Situation ist wirklich nicht so toll. Und ich habe schon verschiedene Zeitungen oder möglich, also überlegt, wo ich halt hinschreiben kann. Und das ist ja auch immer sehr mühselig, wenn man alles so selber regelt, aber ich dachte, ach, ich nehme das jetzt so an, wie es ist. Ich schreibe halt regelmäßig Facebook-Posts und versuche auch ein paar so Live-Videos haben wir letztens aufgenommen mit einem Gitarristen zusammen, die werde ich jetzt demnächst veröffentlichen, auch mit den Stücken von der CD und freue mich natürlich, wenn Leute auf irgendeine Weise auf mich aufmerksam werden und auch die neue CD vielleicht hören und bestellen.
Wie siehst du das, wenn jetzt irgendwann vielleicht im Frühling oder im Sommer wieder geöffnet wird? Wird man dann mit einer CD, die ein halbes Jahr alt ist, noch eingeladen zu so Konzerten? Wie siehst du da die Zukunft? Na, erstmal, ich habe ja noch gar kein Release-Konzert gemacht. Also okay. Das würde ich gerne im Frühjahr machen. Und dadurch, dass ich jetzt auch die Förderung bekommen habe und ich ja mich auch irgendwie beschäftigen muss und ja so mega kreativ bin, dachte ich, ich schreibe jetzt gerade mal noch 5, 6 Stücke und nehme eine EP auf, also so eine halbe CD sozusagen, die aber dann nur digital erscheinen wird. Und habe mir überlegt, wenn alles klappt, dass ich die dann im Frühjahr so ein Doppel-Release-Konzert vielleicht und Tour machen werde. So, dann kann ich das so noch so ein bisschen auch mit nutzen. Genau, also da bin ich ja flexibel. Also das ist nicht so, also zum Beispiel auf dem Buchmarkt ist es so, wenn ein Buch ein halbes Jahr da so alt ist, ist es im Grunde schon gegessen. Das ist jetzt in der Musikbranche nicht so. Also du könntest im Frühling noch mit einer CD von November auftreten. Naja, das liegt ja auch an den Umständen. Ich glaube, okay. Also mir ist es wurscht, ich bin ja jetzt eh nie so, also mir ist es nicht wurscht, aber ich glaube, wenn ich jetzt so ein Megastar wäre, dann würden ja eh andere Termine für mich machen. Und dadurch, dass ich ja aber sehr unabhängig und selbstständig bin, plane ich mir das einfach, wie es passt und mache mir da jetzt nie so eine große Platte, ehrlich gesagt. Okay. Was richtig, was falsch ist, sondern guck da eher, was es für Möglichkeiten gibt und gehe dem nach. Und wie ist es so mit Konzerten im Netz, so über YouTube? Das machen ja, also im Moment machen ja viele so ihre Lesungen oder über YouTube. Ist das auch was für dich oder eher nicht? Na, ich hatte wann war das? Ach ja, doch, zu meiner Release hatte ich dann mich bequemt, einen Bekannten anzufragen, ob der halt für mich eine Art, also mich streamt sozusagen, weil ich technisch nicht so versiert bin. Und das ist tatsächlich, da habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und Mühe gegeben, das ist ganz gut angekommen, auch das wurde über YouTube gestreamt. Und da hatte noch der diesen Videostream gemacht hat, der hatte dann auch noch einen Kontakt zu einer jungen Frau, die dann so ein Interview mit mir geführt hat. Das war sehr schön, also war ich positiv überrascht, weil ich eben diesem Medium mit dem Online-Konzert eher kritisch gegenüberstehe. Also was ist kritisch? Man braucht einen schönen Rahmen und mir fällt schwer, mir selbst diesen Rahmen zu geben und dann allein vor dem Bildschirm zu sitzen. Und also das ist irgendwie, fühle ich mich da ein bisschen affig, sag ich mal. Und da aber dadurch, dass er diese Frau, die dann per Skype zugeschaltet wurde und Interviewfragen gestellt hat, und dazwischen meine Songs liefen, war das eigentlich eine ganz schöne Sache. Und eigentlich, also ich kann mir vorstellen, also ich hatte jetzt überlegt mit Massa, also meinem Kontrabassspieler, würde ich eigentlich gerne nochmal so eine Art Konzert machen und bin jetzt halt am Überlegen, also hatte jetzt gedacht, für das für Januar noch zu machen, bloß ich weiß nicht, wie das ist mit diesen Kontaktbeschränkungen, wobei das ja beruflich gesehen, wobei mit dem Singen, naja, es ist gerade... Ja, es ist im Moment wie und gesagt, undurchsichtig. Ja. Also es ist undurchsichtig, aber es werden ja auch laufend neue Regelungen. Also so wie ich das verstanden habe, ist ab morgen treten ja diese neuen Regelungen in Kraft und ab morgen darf man zwar noch arbeiten. Das Verrückte ist ja, ich habe das von mehreren Leuten gehört, die sitzen zu 10, 11, 12 Leuten in Großraumbüros und da tragen längst nicht alle eine Maske. Mhm. Also das ist weiterhin erlaubt. Da war auch neulich ein Bericht im Tagesspiegel. Aber wenn die Leute irgendwie im Theater sitzen wollen mit 3 Stühlen Abstand und mit Maske ohne Arbeit, dann ist das verboten. Also es ist alles etwas nicht besonders logisch. Aber gut, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Und also bevor man irgendwas macht, muss man sich sehr gut informieren, was erlaubt und was verboten ist. Genau. Okay. Leute, ich will euch nochmal darauf aufmerksam machen, wir haben auch einen Chat, wenn ihr Janosch Fragen stellen wollt oder Wolfgang oder mir oder euch untereinander unterhalten wollt, so könnt ihr das tun auf rockradio.de, auf dem Chat, der ist bei unserer Sendung angezeigt, könnt ihr draufklicken. Und wenn ihr auf video.rockradio.de geht, dann könnt ihr uns auch sehen und nicht nur hören. Und bei Facebook und YouTube, im Kanal von YouTube von Rockradio, könnt ihr uns auch sehen. Und wenn Klaus soweit ist, würde ich sagen, spielt er mal noch eine Musik von Jana. Welche Jana? Vielleicht die aktuelle Single, das ist Flugzeuge. Flugzeuge. Flugzeuge, ja. Hören wir von Jana Berbig. Okay.
durch die Zeit reisen. Dafür schalten wir einfach das Smartphone an. Scrollen vor, zurück, Standbild, Zeitlupe, Looping. Bis wir irgendwann den Faden verlieren, uns verzetteln. Zahllose Blätter des World Wide Web. Der neueste Trend heißt Leben konservieren auf Seelenfang mit Cybernet. Leben, von hoch erfreut bis zu Tode betrübt, zahllose Augen, Schicksale per Wischrealität, verschwimmt am Bildschirm, wir ziehen in den Cyberspace, mit den Synapsen von unserem Hirn. Sinnversuch oder Fluchtgedanke, verlieren wir noch. Das war der Titel Flugzeuge von meinem neuen Album Wellblechreiten. Genau, und damit verabschiede ich mich erstmal für ein paar Minuten von Jana und bitte meinen nächsten Gast auf die Bühne hier. Wir machen es, wie gesagt, heute, wenn ihr euch gerade erst zugeschaltet habt, wir machen heute Corona-Vorsichtsmaßnahmen, damit immer nur einer auf der Bühne sitzt, so kriegst du auch ein neues Mikro und sprichst bitte auch, damit wir uns nicht infizieren dahin. Lieber Wolfgang Entler, hallo, schön, hallo, dass du hier bist. Leute, ihr könnt uns heute sehen bei video.rockradio.de oder auch bei Rockradio auf YouTube oder Facebook. Wir sind heute nicht nur per Ton, sondern auch per Bild werden wir heute übertragen. Wolfgang Entler, hallo. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du, wenn nicht gerade Corona ist? Ja, ich bin aktiver Rentner. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, muss ich nicht unbedingt aufstehen, aber im Regelfall tue ich es. Da ich als Preuße, egal auch wenn ich politisch links stehe, genügend inneren Antrieb habe, um die Welt nicht nur an mir vorüberziehen zu sehen. Und im Verlauf der letzten Monate habe ich deshalb auch weiter geschrieben.
Was allerdings problematisch war, das wurde ja mit Jana schon besprochen, mit den Auftritten haberte das so, aber wir haben immer ein Glück gehabt. Kannst du kurz sagen, oder ich kann es auch sagen, du bist eigentlich sehr umtriebig auf Lesebühnen oder so ziemlich auf allen Lesebühnen in Berlin unterwegs, ist das richtig? Ja, auf Lesebühnen nicht mehr in dem Sinne, sondern auf mehr sozusagen selbstorganisierten kleineren Dingen. Die haben oft jetzt mit dem Vorstellen von neuen Publikationen zu tun. Sowohl jetzt von anderen Menschen, wo ich dann praktisch als Mithelfender auftrete, Aphorismen bei Vernissagen oder Finissagen zum Beispiel, oder aber, was jetzt die letzten Monate passierte, es gab eben Buchprojekte und bei den Lesungen bin ich dann einer der Lesenden. Und ich kann ehrlich sagen, ich bin eine Rampensau, also wer mich noch von früher kennt von einer Band, der weiß, ich stehe gerne im Rampenlicht, auch wenn der Schweiß ein bisschen tropft. Aber das gibt mir doch den Kick. Und wenn ich in Lesegruppen, also in Lesezirkeln, finde ich das total toll, sich über wirklich jedes Wort auch streiten zu können. Ja, ich bin in mehreren Zirkeln aktiv. Aber das dann, wie gesagt, neudeutsch zu performen, macht mir natürlich dann noch besonders viel Spaß. Ja, und wie geht's dir im Moment? Doch dann schlecht, oder? Na, bezogen auf die nicht vorhandenen Auftritte schon. Aber ich bin zumindest froh, dass meine Freundinnen und Freunde und ich die Zeit genutzt haben. Zum einen haben wir, ich zeige das nur ganz kurz hier. Du kannst auch lang zeigen. Wir können hier gerne Werbung für euch machen. Also ja gut, okay. Zeig es auch gerne lang. Auch in dieser Sendung wieder keine Schleichwerbung, sondern eine sehr plumpe, offenkundige Werbung. Nein, dieses Buch hier, unzeitgemäß, wurde von 7 Autorinnen und Autoren verfasst, die sich in Friedrichshagen regelmäßig treffen oder getroffen haben. Immerhin konnten wir auch noch im Sommer auch mal im Café uns noch treffen. Das war sehr gut. Und da sind halt 7 unterschiedliche Menschen vertreten, hier mit Gedichten, Geschichten und auch sehr schönen Zeichnungen, Malereien von der Regine. Da konnte leider unsere angekündigte Veranstaltung in Friedrichshagen nicht stattfinden, auch nicht unter offenem Himmel. War bedauerlich. Aber warum nicht unter offenem Himmel? Ja, das Ordnungsamt war dort wohl sehr strikt, wie uns gesagt wurde, also inklusive, ich übertreibe jetzt mal mit Hubschrauber einsetzen, und von daher wollte natürlich niemand unter dem Druck, eventuell da abgegriffen zu werden, irgendwelche Veranstaltungen machen. Ja, das ist also ich muss nochmal nachfragen, auch wenn dich das nervt. Ja. Also Jana hat ja gerade erzählt, sie konnte im Sommer noch auftreten, warum ihr nicht? Seid ihr irgendwie politisch suspekt? Oder? Nein, mit politischen Dingen hat das nichts zu tun, sondern eher wohl mit der Art, dass ein Auftritt an einem bekannten Ort mit einem Veranstalter, der bekannt ist, einfacher für ein Amt zu behandeln ist, als wenn wir uns vom Müggeltunnel in Friedrichshagen im Park treffen. Ich glaube, das sind so Dinge, da haben viele amtlich Tätige zu große Bedenken, dass dann irgendwas nicht Kontrollierbares geschehen wird. Aber ich will jetzt keine Interpretation machen, das bringt jetzt nicht viel. Okay, wir nehmen das so hin. Okay. Wir nehmen es einfach hin. Vielmehr, was wirklich geklappt hat, aber auch nur 2-mal, das betrifft jetzt dieses Buch hier, Ihre Papiere, bitte. Ach so, du hast gleich richtig zugelangt. Ja, klar. Also, ich bin auch Mitglied in der Lyrik AG, des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und wir hatten das Buch schon lange geplant und dann kam es pünktlich raus. Da hatten wir gerade noch Glück im März, dass wir noch eine Lesung machen konnten in der Lettretage. Dann ging es eine Weile nicht. Und dann hat die Reinhold Parmann, die unseren Kreis da organisiert, es auch noch geschafft, dass wir immerhin noch... Wer hat das organisiert? Der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und Reinhold Parmann ist die Koordinierende unserer Gruppe. Okay. Und die hat es dann noch geschafft, dass wir in der Mediengalerie von Verdi dort in Schöneberg noch auftreten konnten. Das war auch noch gut, also unter Corona-Bedingungen. Außerdem oder der Vortragenden alle mit Maske. Aber es war trotzdem, obwohl es atmosphärisch ungewohnt war, für alle ein tolles Erlebnis, dass das überhaupt noch ging. Wann war das? Oh, bin ich jetzt... Müsste ich jetzt echt lügen. Also steht auf meiner Webseite. Okay, gut. Okay, müssen wir alle draufgehen und gucken. Also das heißt, ein paar Sachen gingen dann doch noch dieses Jahr. Also da habt ihr richtig Glück gehabt. Oder du mit 2 Veröffentlichungen. Genau. Ja. Und auch ein kleiner Lesezirkel, den der Dave seit längerer Zeit veranstaltet, der Textetisch, da konnten wir uns immerhin im Café Mannstein 4 auch noch einige Male treffen. Und das war dann auch mit, klar, Namen hinterlassen und so weiter, aber immerhin nochmal schön Austausch, weil sonst geht es halt nur virtuell.
Das stimmt, also bis Ende Oktober konnte man ja tatsächlich noch ins Café gehen, kann ich mich noch daran erinnern. Ja, genau. Wolfgang, also du bist jetzt nicht so schlecht drauf, du kannst damit leben. Wie ich höre, du bist ja hier ganz fidel, sitzt du hier oder gibt es auch irgendwas, das kannst du gerne hier loswerden, was dich richtig bedrückt und bedrängt im Moment? Also das eine ist, dass ich mich diesem Bleideckel, möchte ich es mal nennen, dem Corona-Bleideckel auch nicht entziehen kann. Das heißt, ich merke, ich habe nach wie vor sehr viele Ideen, aber dass der Schritt bis zur Realisierung einfach viel anstrengender ist oder mehrere Schritte erforderlich sind, dass ich auch als Mangel sehe, dass ich viel zu wenig mit deutlich jüngeren Leuten zusammenarbeite, weil ich habe gerade gemerkt, gerade was vorhin angesprochen wurde, Streaming und so weiter, ich weiß natürlich alles, wie das grundsätzlich funktioniert und ich habe auch Kontakte, aber das jetzt umzusetzen, da bin ich manchmal mit mir unzufrieden und glaube, da müsste ich selber, aber eben auch andere mehr in die Gänge kommen und materielle Lage kann ich ja auch offen sagen, ich gehöre zu den wenigen Leuten in meiner Umgebung, die von ihrer Rente leben können. Und daraus folgt aber auch, dass ich mich natürlich auch angestoßen fühle, den Leuten, die es schlechter geht, natürlich auch zu unterstützen, und zwar sowohl Künstlerinnen und Künstlern. Aber was mir auch auf der Seele liegt, natürlich die Situation von Wohnungslosen. Da mache ich auch seit einiger Zeit ein bisschen was. Und ich denke, dann noch eine Sache, die mich gehindert hat, ihr könnt es gerne auf meiner Webseite dann nachlesen, wolfgang-endler.de. Das war der Umstand, dass unser Haus, wie 130 andere Häuser in Berlin, an einen schwedischen Konzern verkauft wurden. Das hat mir und anderen ganz schön zugesetzt, aber wir haben uns jetzt da während, nicht gefallen. Entschuldige, dass ich unterbreche, jetzt während Corona? Während Corona. Und wir haben uns dann auch trotz und wegen Corona auch Transparente gemalt, aus dem Fenster gehängt. Könnt ihr gerne, wie gesagt, auf der Webseite auch mal so ein paar Beispiele sehen. Und das frisst natürlich einerseits Energie, die ich gerne sonst für andere Sachen eingesetzt habe. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch toll zu sehen, wie viele Leute da an einem Strang ziehen. Sowohl die Hausnachbarschaft, mittlerweile duzen wir uns alle, ja, und machen was zusammen. Und insoweit ist das nun mal das, was Goethe und Co. ja auch schon lange beschrieben haben, die dialektische Widersprüchlichkeit bei der Sache. Du kriegst Druck, kriegst einen Tritt vor Schienbein. Und dann sagst du dir und sagen sich andere, ey, jetzt mal machen wir es mal zusammen. Und das wünsche ich mir eben auch für die Künstlerszene noch mehr. Darf ich noch mal auf diesen Hausverkauf zurückkommen? Ja. Habt ihr denn jetzt schon irgendwelche Aufforderungen bekommen, jetzt während Corona eure Wohnungen zu räumen? Oder sind Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen angekündigt oder lassen die euch wenigstens in Ruhe? Nein, wir haben einen Teilerfolg erzielt. Und zwar das Haus, in dem ich zum Beispiel wohne, in der Weisestraße, gehört zu denen, die in einem sogenannten Milieuschutzgebiet liegen. Das heißt, das Land Berlin hat dann Vorkaufsrecht und das kann das Land Berlin aber nur dann wahrnehmen, wenn genug Knete auf dem Konto ist, was im Regelfall ja nicht da ist. Aber der neue Eigner hat einen Vertrag unterzeichnet mit dem Senat, dass er uns 20 Jahre lang nicht sozusagen rausschmeißen darf, Umwandlung in Eigentums angeht. Das ist erstmal ausgeschlossen und für zehn Jahre werden Modernisierungen, die eine bestimmte Höhe überschreiten, nicht möglich sein. Und das ist für uns zumindest ein Teilerfolg. Aber klar ist, und was mich wirklich beunruhigt, dass fast die Hälfte des Berliner Wohnungsbestandes, und das könnt ihr nachlesen, Rosa-Luxemburg-Stiftung hat da eine Studie gemacht, in der Hand von nicht nur irgendwelchen Millionären, sondern Multimillionären und Milliardären steckt. Das muss man sich echt mal vorstellen. Und das finde ich stadtpolitisch, landespolitisch einen unglaublichen Skandal, aber eben auch eine Bedrohung. Vor allem ist es natürlich ein Skandal, wenn man bedenkt, dass wir ja dass ja die Linke zum Beispiel mit in der im Senat sitzt. Also das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie hier rumunken, aber das heißt im Grunde, es ist egal, ob da CDU oder Linke sitzen. Die Stadtpolitik ist dadurch nicht irgendwie, es bessert sich, was die Hausverkaufssituation angeht, was die Spekulanten angeht. Die lassen sich nicht abhalten, ob da jetzt die Linke sitzt oder die CDU. Nee, klar, die Milliardäre lassen sich davon nicht abhalten. Ich möchte jetzt aber nicht zu negativ reden, weil der Umstand, dass der Mietendeckel gekommen ist, ist ja auf jeden Fall erstmal ein Fortschritt. Und was ich auch sagen muss, dass sich auch der Baustadtrat in Neukölln, aber auch andere,
sich sehr engagiert darum gekümmert haben, dass wir richtig informiert werden, also rechtzeitig, dass Veranstaltungen stattfinden zur Information der Mieterinnen und Mieter, Mittwochnachmittag, drei hintereinander wegen Corona im BVV-Saal, muss ich sagen, Freitag um eins, jeder macht seins, das ist eigentlich so eine klassische Verwaltungsparole. Also ich sag mal so, es gibt da schon Politikerinnen und Politiker und auch etliche Mitglieder von diversen Parteien, die sich da schon drum kümmern. Aber klar ist, das Grundproblem ist eben das private Eigentum, das Großeigentum an Immobilien und an Land. Das ist das Hauptproblem. Also was mich jetzt wundert, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, so eine einzige gute Sache an Corona ist, da ja nun hier Kneipen- und Clubmäßig ein großes Sterben zu erwarten ist, dass Berlin für Investoren einfach nicht mehr interessant ist. Ja, da lachst du jetzt. Das war wahrscheinlich naiv gedacht, oder? Ja, das war ziemlich naiv, weil das ist ja genau der traurige Witz an der Sache, dass manche Leute am Aufbauen und manchmal die gleichen Leute am Abriss verdienen. Das heißt, dass der Abriss, also mal metaphorisch der Abriss nicht nur als baulicher Abriss, sondern auch als finanzieller Abriss, als Krise, als Geldverfall und Verlust, ist klar, der eine verliert, der andere gewinnt. Und wenn du dir Amazon und solche Gangsterfirmen anschaust, dann dürfte klar sein, dass in einer Branche, meinetwegen geht es runter, der Immobilienmarkt hat sich in den letzten Monaten überhaupt nicht destabilisiert. Im Gegenteil, die Konzentration ist genauso wie auf dem Versandsektor, die Konzentration ist wesentlich stärker gestiegen. Und das hat auch eine gewisse Logik, nur eben, damit ist das Risiko gesunken, dass sowohl die Stadtbevölkerung Einfluss nehmen kann auf die Frage, wo und wie wollen wir wohnen. Und das ist eine Frage von Demokratie, ganz klar. Okay, wie gesagt, also das war völlig naiv von mir gedacht. Da hat man, Wolfgang, wie gesagt, wir werden uns ja im Laufe der Sendung noch ein paar Mal sehen. Ich habe schon angekündigt, ihr kommt umschichtig auf die Bühne. Ich würde dich doch jetzt zum Schluss deines Redeblocks bitten, vielleicht noch mal ein kurzes Stück vorzulesen, ja. Und eine kurze Kostprobe deines Könnens zu geben. Bitte schön. Gerne. Mit Stand vom 1.6.2020, das habe ich mir in meiner Datei glücklicherweise aufgeschrieben, habe ich folgenden Text geschrieben, den ich leider in dem einen großen Zirkel nicht vortragen konnte, aber in einem kleinen. Perspektivwechsel. Genießen Sie den schönen Ausblick von hoch droben in Davos. Unten in Lagos oder anderswo können Sie andere Berge sehen. Aus Müll zwar nur, doch ebenfalls gigantisch, übermenschlich groß. Definitionen sind verschieden oft. Nicht nur von schön, wohl auch von Arbeit, Rechtsstaat oder auch System. Weit oben schweben Sprechblasen, schillernder Seifenschaum. Wir haben von den Menschen uns total entfremdet. Das klingt für mich, als redet ein alter Baum zu einem Regenwurm, der fast verendet, weil ihm die Krone hoch da droben keinen Segen spendet. Was unterscheidet Menschen wohl von Top-Managern? Die Anzahl ihrer Chromosomensätze oder der IQ? Ist es die Differenz von Zupackenden und Schwätzern? Oder gehören Aktien und Boni auch dazu? Berührt die Frage vielleicht sogar ein Tabu? Wie Kapital kennen auch Viren keine Grenzen und ignorieren Religionen, Hautfarben oder auch Gesetze. Doch in der Praxis gibt es verschiedene Konsequenzen. Geht es in Intensivstationen um die letzten freien Plätze, die unerreichbar sind für viele, märchenhafte Schätze. Nach offiziellem Ende dieser Pandemie, ich höre längst das Scharren harter Hufe, führen manche Macher gerne wieder die Regie im Drama weiter so, doch jetzt auf höherer Stufe. Wie relevant sind eigentlich Politberufe? Dass Reiche nach der Krise Superreiche werden, ist weder Gott gewollt noch ein Naturgesetz. Ihr Vielfernflieger, Vielverdiener hier auf Erden, verschluckt euch doch am eigenen Geschwätz.
verfangt euch bald im selbstgesponnenen Netz. Tatsächliche Distanz der asozialen Art bemisst sich nicht in Metern oder Ellen. Sicherheitszäune wirken recht apart, weil sie den Blick auf Wirklichkeit verstellen. Gut integriert, der Schallschutz gegen Wachhundbellen. Schon sitzt manch Milliardär in einer Testkabine für künftige Weltraumexpeditionen. Mars steht recht hoch im Kurs. Und selbst ich diene im Traum mich an als kompetenter Flugbegleiter. Wär gern ein lichtstrahlschneller Wellenreiter. Ich würd die ersten Kolonisten alle impfen. Gegen Profitgier. Lebenslang immun. Sobald sie Neusymptome zeigten oder schimpften, können sie hoch da droben reichlich Gutes tun und sich von früheren Fehlern gern ausruhen. Statt warten auf SARS Premium oder Covid-20, ist schleunigst durchzuprüfen das Profitsystem. Ich recherchiere, tausche mich aus, dann tanze ich auf Schrott aus abgelaufenen Uhren. Lass uns sehen, dass wir die Zeiger in die richtige Richtung drehen. Das war vom Juni. Dankeschön. Ich habe es schon angekündigt, wir spielen heute nur Musik von Jana Berwick und während wir den Wechsel machen, würde ich sagen, schmeißen wir noch mal ein Stück rein und Jana, was dürfen wir von dir spielen? Meine Stadt. Meine Stadt von Jana Berwick. Spitze dreht der Drum, der Parkplatz flieht, die Nachbarschaft wird Sperrgebiet. Darauf zementiert, komme ich zu spät, werden neue Mauern Realität. Heranwachsen Visionen aus Glas und Beton, wo ich einst die Runde machte, schickt man mich jetzt davon. Ist das dann noch meine Stadt? Will ich hier noch leben oder hab ich es satt? Das Nebenhaus wird strangsaniert. Die Geräte rücken näher, ich kann es spüren. Will die Risse in der Wand moltophilieren. Fast wie in die unendliche Geschichte. Nur wer hat zum Schluss den Wunsch frei, die neue Welt zu gestalten? Hast du genug Steine dabei? Ist das dann noch meine Stadt? Kann ich sie noch stemmen oder macht sie mich platt? Geh ich unter in den Weiten des Bauschutz der alten Zeiten? Und die Gerüste rüsten auf, die Bagger Schaufeln aus, doch verurteile nicht die Baukräfte.
So Leute, wir sind wieder oder noch da. Wir sind live aus Speichers Blueskneipe, heute ohne Publikum und immer nur mit einem Gast oder Gästin auf der Bühne. Das sind unsere neuen Regeln hier in Berlin. Also steigt man mittlerweile kaum mehr durch, aber wir versuchen unser Bestes. Ich habe jetzt wieder Jana Berwick auf der Bühne und das war auch gerade ihr Titel. Vielleicht sagst du nochmal, wie der hieß. Der hieß Meine Stadt. Okay, und Jana Berwicks CD, ihr könnt uns ja heute, während ihr uns hört, auch sehen und könnt auch sehen, Jana Berwicks CD, die steht hier auf dem Tisch und die kann man käuflich erwerben, genau wie diese beiden Bücher von Wolfgang Endler. Also wir machen heute richtig in die vollen Werbung. So, Jana Berwick ist Sing-Songwriterin und da würde ich jetzt gern wissen, wie einfach war denn das, an die Hilfen zu bekommen? Ist das für jede Musikerin, für jeden Musiker zu bewerkstelligen? Also das kann ich natürlich allgemein nicht einschätzen. Es gab ja viel Kritik auch, das habe ich mitbekommen. Ich denke, also in Berlin war auf jeden Fall dieser erste Corona-Zuschuss, der im, glaube ich, Ende März ausgerufen wurde, recht einfach zu beantragen. Okay. Niedrigschwellig, also sofern man nur diese 5.000 Euro beantragt hat, war jedenfalls meine Erfahrung und habe ich auch von einigen anderen gehört. Genau. Und diese Förderung, die jetzt im Herbst ich noch bekommen habe, da hatte ich halt auch ein bisschen Glück. Wovon, wenn ich das fragen darf, lebst du im Moment? Na, ich hatte im letzten Jahr noch einen Nebenjob bei einem Online-Shopping, Club-Shopping, Dingsbums, Firma. Was ist Clubshopping, Dingsbums? Naja, sowas wie Amazon, bloß kleiner. Also okay. Ja, ich war jetzt nicht so. Ich will jetzt nicht drunter forschen, aber naja, genau. Manchmal fange ich einfach Sätze an und gut, nee, haben wir irgendwann kommt ein Sinn, wenn man bis ganz zum Schluss der Sendung wartet. Auf jeden Fall, da konnte man ja auch noch im Homeoffice arbeiten. Und parallel habe ich ja schon seit einiger Zeit auch so ein Gesangscoaching aufgebaut, also dass ich halt das anbiete. Und das komischerweise, also da hatte ich im Anfang des Jahres eine Webseite an den Start gebracht und komischerweise nach dem ersten Lockdown, also im Frühsommer, kamen dann vermehrt Leute auf mich zu, die auch da dieses Coaching in Anspruch nehmen wollten. Und da. Aber darfst du das im Moment machen? Oder? Na, es ist... Ich habe mich heute noch mal extra belesen, aber ja, es ist so unklar. Es steht halt da, dass man nicht gemeinsam singen darf im Moment. Ach so, weil ich kann das mal eben sagen, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum sitzt sie hier heute nicht mit Gitarre und spielt uns live was vor. Ich hatte mich nämlich auch vorher belesen beim Ordnungsamt Berlin und da stand, Singen in der Öffentlichkeit ist in geschlossenen Räumen ist verboten. Also so stand das da nicht, aber so habe ich das, also... um das jetzt mal kurz wiederzugeben und von daher spielen wir Jana heute von CD, von der CD, also nicht, oder von der, vom Band, nicht, dass ihr euch da wundert. Mhm. Aber mittlerweile steigt sowieso, glaube ich, niemand mehr durch die Regeln, die sich ja von Monat zu Monat ändern. Aber mit deinen Coaching-Schülerinnen und Schülern, das geht noch? Na, es ist, jetzt war ja eh ein bisschen, ach, kann ich gerade nicht so viel dazu sagen. Aber auf jeden Fall, es hat im Sommer halt eben angefangen, da kamen vermehrt Anfragen und da hat sich das auch sehr gut entwickelt, sodass ich auch im Herbst diesen Nebenjob jetzt, den habe ich jetzt die letzten 5 Jahre immer vor mich hingerollt und den habe ich jetzt eben auch endgültig aufgegeben. Und das war ein ganz schönes Gefühl, als dann nochmal diese Förderung kam und gerade denke ich schon daran, dass ich halt, solange wir keine Musik öffentlich richtig spielen dürfen, dass ich versuche, durch ein paar Musikvideos einfach auch ein Signal zu setzen, halt, dass es mich noch gibt und dass ich auch positiv bleibe und auch denke, dass wir auch bald wieder Richtung Frühjahr Live-Veranstaltungen haben werden können. Aber so in Berlin mit der Organisation, wie Künstlerinnen und Künstlern geholfen wurde, bist du soweit, wenn ich das so raushöre, zufrieden? Ich persönlich bin zufrieden damit, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Leben und Schicksale oder dazu kann ich jetzt allgemein nichts sagen. Ich muss sagen, für mich, jetzt so finanziell gesehen, war das letzte Jahr eigentlich, ist es ganz gut gelaufen und ich bin eben auch froh, dass ich im Sommer noch Auftritte haben durfte. Das hat mir auf jeden Fall auch nochmal einen guten, ja, das war einfach ein schönes Gefühl und das, vielleicht hat man da doch ein bisschen Speck angesammelt, den man jetzt noch so abtrainiert, ne? Also diesen, diesen Speck, der Zuversicht oder der Erinnerung und dass es auch wieder anders wird.
Okay, also das heißt, du hast da noch nicht resigniert und wartest jetzt einfach, dass es wieder losgeht? Naja, also ein bisschen mehr als warten brauche ich schon. Also ich schreibe eben gerade viel und... Genau, da wolltest du uns ja auch im Laufe der Sendung auch nochmal gerne was vorlesen, bin ich mal gespannt. Und ja, aber das können wir eigentlich auch jetzt machen, wenn du was hast, so was man so ad hoc, ich halte das Mikro gerne, kannst du uns gerne auch, gib mir dein Mikro, kannst du uns gerne auch nochmal eine Kostprobe geben. Also das ist ja dann doch auch ein Vorteil von Corona, während man in, oder wenn man nicht so viel raus kann, dann überlegt man sich, was man zu Hause macht und dann kommt dabei auch was raus. Und das hören wir jetzt von Jana Berwick, bitteschön. Okay, also ich möchte noch dazu sagen, das ist mir gestern spontan eingefallen, dass ich ja, weil ich jetzt gerade auch ein paar Geschichten geschrieben habe, die er mitbringen könnte, und das ist jetzt eine Premiere. Also ich habe noch nie was vorgelesen. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und naja, bla bla bla. Also das Stück, es ist ja dann kein Stück, sondern ein Text. Der Text heißt, oder die Geschichte heißt Suchthilfe. Ich war etwas zu früh aufgebrochen zu meiner Verabredung. Eigentlich passierte mir das selten. Eigentlich gar nicht. Ich war überrascht von mir und wusste nicht einmal einen Grund, außer dass Sonntag war. Ein sehr warmer, früher Frühlingstag, an dem schon eine starke Abneigung vorliegen musste, um nicht der Einladung der wärmenden, gleißenden Strahlen nach draußen zu folgen. Also machte ich mich etwas zu früh auf den Weg Richtung Volkspark. Ich schlenderte die Straße entlang, ohne recht zu wissen, wie ich mir die extra Minuten vertreiben sollte, außer mit einem Umweg vielleicht, als ich vor mir einen Grund erkannte. Ich zögerte. Das machte ich selten, oft vermied ich es aus einer Art Vernunft, Zeitnot und dem Wissen, dass andere diesen Grund ebenso erkennen müssten. Mitten in der Sonne saß jemand, gelehnt an einen Bauzaun. Ein hochrotes, fleckiges Gesicht verriet, dass sein Tag in der Sonne schon einige Stunden dauerte und dass es viel mehr war als die Sonne, gab und doch so wenig, dass sein Leben bestimmte. Und willkürlich blieb ich stehen. Kann ich Ihnen helfen? Sein Blick hob sich in meine Richtung. Ich hörte ein unbestimmtes Wort. Vielleicht ein Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Wiederholte ich meine Frage, jetzt entschlossen und direkt an ihn gerichtet. Soll ich Ihnen helfen, aufzustehen? Und deutete auf das Wägelchen zum Abstützen, das neben ihm stand. Er wirkte unentschlossen. Kann ich etwas für Sie tun? Er deutete auf die leeren Flaschen vor sich. Soll ich Hilfe holen, einen Krankenwagen rufen? Versuchte ich etwas anderes. Nein. Sind Sie sicher, dass ich keine Hilfe holen soll? Er schüttelte den Kopf vehement. Nein. Wie kann ich Ihnen helfen? Aufstehen helfen? Er versuchte, sich aufzurichten, doch ließ sich sogleich wieder zurückfallen. Ja, sagte er und zeigte wieder auf die leeren Flaschen vor sich. Wollen Sie ein Bier? Soll ich Ihnen ein Bier holen? Es trat ein Funken der Hoffnung in sein Gesicht. Ja. Ich konnte es ihm nicht verdenken, so fertig und verzweifelt, wie er aussah, ein lebendes Häufchen Elend, nicht lebendig, lebend. Bestimmt einmal einer mit geradem Gang und stolzem Blick. Wie lange mag das wohl her sein? Wie lange würde es noch reichen? Ob er vor wenigen Stunden erst früh am Morgen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, das nur wenige hundert Meter entfernt war und nun einfach versuchte, seinem Alltagsgeschäft nachzugehen mit den Kräften, die er noch zur Verfügung hatte? Auf jeden Fall schien er sich auf das Wesentliche zu besinnen, wie mir ein säuerlicher Geruch und ein Blick auf seine nasse Hose preisgaben. Er war barfuß, seine Füße zerkratzt, bläulich angeschwollen. Wie oft war ich in Not und wünschte mir nicht mehr als ein weiteres Bier. Ich stimmte zu. Ja gut, ich hole Ihnen ein Bier. Er nickte. Jo. Und wühlte in seiner Hosentasche, streckte mir ein 50-Cent-Stück und ein 20-Cent-Stück entgegen. Ich hole Ihnen Bier, bin gleich wieder da. Als ich zurückkam, erkannte ich einen Krankenwagen nahe der Stelle, an der ich ihn verlassen hatte. Es hatte sich ein kleines Grüppchen von Menschen gebildet, die herumstanden. Einer der beiden Sanitäter klärte die Anwesenden auf. Da kann man nichts machen. Wenn eine Person keine Hilfe wünscht, dann können wir nichts tun. Etwas genervt, ein leichter Unterton war zu hören, fügte der andere hinzu. Das kostet Geld, jeder Einsatz kostet Geld. Wenn einer sagt, dass er keine Hilfe will, können wir nichts machen. Das ist nett gemeint von Ihnen, doch nützt nichts. Ich wusste aber, dass es Hilfe gab. Ich trug sie in der Hand. Und so entschied ich, beherzt einzuschreiten, schlug mich durch die Menschenansammlung vorbei an den bedauernden Blicken, ohne mich umzuschauen.
Nur ihn schaute ich an. Bitte, sagte ich, übergab ihm die Flasche und wünschte ihm alles Gute. Okay. War das während oder vor Corona? Das war vor. Prä-Corona. Prä-Corona. Wir freuen uns ja, wenn wir irgendwas noch aus der Welt hören. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ich Filme oder Dokus sehe und die Leute laufen da ohne Masken rum und kommen sich nahe, dann kommt mir das immer so ein bisschen Science-Fiction-mäßig vor. Das kann man irgendwie, hat man das gar nicht mehr so verinnerlicht, das stimmt, oder? Das war eine Zeit lang bei mir so. Inzwischen ist es, hat sich der Blick wieder entfernt. Also eine Zeit lang ist mir das auch so aufgefallen, ne? Es kam mir so komisch vor im Fernsehen, dass die Leute sich nahe kommen dürfen, aber das ist inzwischen habe ich das nicht mehr. Okay. Ich habe mal auf deiner Seite rumgeschnüffelt, auf deiner Website und habe gesehen, da hast du auch geschrieben, so als Single während Corona. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, da muss ich jetzt auch gerade im Moment wieder dran denken mit diesen weiteren Beschränkungen. Genau, ob man da sozusagen als eine Person, die ja im Haushalt niemand anderen gefährden kann, auch theoretisch zwei Menschen treffen könnte, also wie das sozusagen, warum es dafür keine Ausnahme oder unter, also ich, unter, ich habe Strich ich habe gehört, das ist die Ausnahme für Single, weil normalerweise hatten sie vor, überhaupt Kontakte zu beschränken außerhalb des Haushaltes. Das war so die Idee, aber in Berlin, Single-Hauptstadt Nummer 1, haben sie eben gesagt, okay, damit die Singles nicht, damit wir die nicht alle irgendwann, damit die durchdrehen, machen wir das so, dass man eben nur eine Person, also damit wollten die wirklich den Single entgegenkommen. Ah ja, ne, das habe ich noch nicht gelesen, aber ist ja gut zu hören. Erzähl doch nochmal, was du da geschrieben hast, vielleicht allen, die... Ach so, naja, ich habe halt geschrieben, dass ich mir eigentlich wünsche, dass die Politik da auf diese einen Person mehr eingehen, weil man ja auch, wenn man, also mein Thema ist das, ich habe mich zwar entschieden, allein zu leben, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht gern mit anderen Menschen zusammen bin, im Gegenteil, gerade auch als Musikerin, also ich brauche andere Menschen und das ist auch mein Seelenheil und ohne das würde ich auch eingehen tatsächlich und das so diese Aspekte, ne, diese psychischen, diese Psyche, die wird halt da meines Erachtens jetzt nicht so richtig mitgedacht und das finde ich aber auch wichtig. Einfach. Naja, das beklagen ja viele. Wir sind ja vorhin schon mal kurz drauf gekommen. Also ich sag's nochmal, also wir sind ja alle drei Leute, die also sozusagen es gewohnt sind, sich ihren Tag selber einzuteilen. Und aber es gibt ja auch Leute, die sind bis Corona anfing, morgens um 8 aus dem Haus gegangen zur Arbeit. Und wenn sie eine Arbeit hatten, die im Moment nicht stattfinden kann, dann sitzen sie also im Moment den ganzen Tag zu Hause und sind es einfach möglicherweise nicht gewöhnt, sich selber zu beschäftigen und werden dadurch vielleicht schwermütig oder was auch immer, viele vielleicht auch nicht. Aber die Politik hat meiner Meinung nach auch bestimmte Dinge nicht mitgedacht. Mhm. Nur da ist die Frage, frage ich dich nochmal, findest du das angemessen, diese Maßnahmen, diese Kontakteinschränkungen oder meinst du, man übertreibt es so im Namen von Corona? Was denkst du da? Na jetzt, also zum Beispiel habe ich mich gefragt, warum jetzt sozusagen, also dass man jetzt die Maßnahmen verlängert, das ist, fände ich an sich in Ordnung, aber warum es jetzt weitere Beschränkungen gibt, verstehe ich nicht, weil ja auch das immer komplexer wird. Man sieht das ja, man sieht ja gar nicht mehr durch, also das finde ich schwierig. Aber was ich natürlich auch sehe und was ja irgendwie der Grund ist, warum jetzt da so ein Aufriss gemacht wird, ist ja tatsächlich, dass man irgendwie vermeiden will, dass die Krankenhäuser komplett überlastet sind und dadurch auch Patienten mit anderen Sachen als Corona gar nicht mehr adäquat behandelt werden können und dass auch das Krankenhauspersonal und die Pflegekräfte einfach auch wirklich krasse Arbeit leisten, ne? Und die, um die auch zu entlasten oder um dieses System zu entlasten. Das ist für mich so der nachvollziehbare Grund, wie es jetzt im Genauen geregelt ist, finde ich nicht wirklich durchdacht und ich habe das Gefühl, dass jetzt auch auf diese, dass es nicht immer nur zum Besten der Gesamtheit geht, sondern auch da durchaus Politik gemacht wird mit dem Blick auf, weiß ich nicht, eine nächste Wahl auf oder so. Auf die nächste Wahl. Das mal. Wie würdest du das denn, wenn du jetzt gefragt werden würdest, was würdest du denn vorschlagen, was man im Moment besser regeln könnte?
Also im Sinne der seelischen Gesundheit, weil darum geht es ja eigentlich. Also es gibt ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Frage, ob du dir kein Corona holst, sondern die Leute, man kann ja nicht riskieren, wie gesagt, Leute, die zu Depressionen neigen oder die tatsächlich allein zu Hause sind und früher eben draußen rumgesprungen sind. Ich sehe das zum Beispiel in meinem Wohnungsumfeld. Wir haben viele alte Leute in unserer Wohnbaugenossenschaft, die haben einen Treffpunkt, der ist zu. Ins Café können sie auch nicht gehen. Ja, jetzt hocken sie in ihren Buden. Was würdest du denn vorschlagen, was man besser machen könnte? Gerade hatte ich noch einen Gedanken, jetzt ist er wieder weg, weil du das jetzt gerade mit den Älteren angesprochen hast. Na, ältere Menschen brauchen natürlich auch den Kontakt zu jüngeren Menschen. Eben. Weil das ist ja, also einmal ist es ja formal, die sterben und leben, und dann gibt es aber auch noch eine Lebensqualität, die das Leben auch verlängern wird. Und man kann nicht, ja, man kann nicht aufhören, sich zu begegnen. Das ist einfach, weiß ich nicht, das ist ein anderes Todesurteil, was früher oder später kommt. Ich hatte gerade noch irgendwas anderes, aber ich kommt vielleicht mir im Laufe der Sendung kommt vielleicht jetzt gerade entfallen. Okay. Mhm. Also dass man einfach, vielleicht war es das, was du meintest, dass man einfach darauf achtet, dass man die Risikogruppen besser schützt. Also ich fand das ganz gut. Es gibt eine Stadt in Deutschland, ich glaube, es ist Tübingen, die haben dann also speziell wirklich auf die Risikogruppen geachtet. Ich habe mich auch mal gefragt, warum macht man nicht für die Risikogruppen dann zum Beispiel eine bestimmte Einkaufszeit, wo also nur Leute über 65 einkaufen dürfen, morgens von 9 bis 11 oder so, und die Jungen bleiben weg. Oder man öffnet zum Beispiel 2 Tage die Cafés nur für ältere Leute und die Jungen, die als Überträger risikoreich sind, bleiben weg. Also dass man so differenzierte Maßnahmen auf den Weg bringt, wo die Leute sich trotzdem begegnen können, das fehlt mir so ein bisschen. Also ich finde das so ein bisschen sehr hauruckmäßig, was im Moment los ist. Mir ist es gerade noch eingefallen. Also und mir fehlen so ein paar positive Ansätze auch, ne? Was ist denn mit denen, die bereits Corona hatten? Also wie bindet man die sozusagen? Also wie kann man, gibt es nicht eine Möglichkeit, das zu kommunizieren? Da findet ja darüber vielleicht schon eine Entlastung statt und auch... dass die raus dürfen, meinst du, dass die andere Freiheiten genießen dürfen? Ja, na das, wie du es gesagt hast, wird es natürlich wieder kritisch. Ich meine das jetzt überhaupt nicht aber egozentrisch. Aber es ist dann sozusagen Privileg, aber dass man irgendwie ein bisschen ressourcenorientierter auch mal die Sache betrachtet. Das war noch ein anderer Gedanke. Dass man einfach differenzierter guckt, wer ist wie betroffen oder wer ist wie gefährdet und danach die Regeln macht. Genau. Und nicht ratzefatz. Na, die man ganze nimmt jetzt alle sozusagen in Geiselhaft und das finde ich halt schwierig. Also es ist ja vor allem auch für die alten Leute, denen ist ja auch nicht geholfen, wenn sie nicht raus dürfen. Also da haben wir schon gerade drüber gesprochen. Ja, und diese also Ganzausgangssperre und so fände ich auch furchtbar. Und im Winter, also man muss auch rausgehen dürfen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir spielen noch mal was von dir. Sag Klaus einfach, was wir hören dürfen. Genau, wenn ihr möchtet, können wir 2 Stücke nacheinander spielen und uns ein bisschen hier locker machen, was zu trinken holen, auf Toilette gehen und so weiter und so fort. Dann müsstest du Klaus 2 Stücke nennen. Und danach würde dann Wolfgang wieder ein bisschen Lyrik vorlesen. Wollen wir das so machen? Genau. Was, Klaus, oder was? Dann würde ich vorschlagen... Geh doch einfach mal zu Klaus und sag ihm, was er spielt. Na, das erste haben wir ja schon entschieden. Genau. Girls United Bootcamp. Okay. Und das zweite wird dann sozusagen Überraschung. Okay, das zweite spielt er dann und du sagst... Wisch dir bloß nicht den Mund ab. Deinem zuckersüßen Rauch, das Stückchen Buttercreme sieht einfach blendend an dir aus. Leck dir jeden Finger einzeln ab, damit sich keiner stört. Wenn du ihm die Hand gibst, du weißt, was ich gehört. Glotzen sie halt so, wenn sie sonst nichts erleben, bied ihnen eine Show, Sommer in Berlin, doch erst mal.
geht's raus ins Grün. Wir fahren ins Girls United Bootcamp. Hier lernst du, wie du sie zum Lachen ist an der Sonne, du hast sie abonniert und das Handtuch am Strand ist bestimmt für dich reserviert. Und wenn dann einer Schatten wirft, behauptet es gehöre ihm, dann rück ein bisschen rüber, denn du weißt, was ich zieh. Lass die Leute doch reden, da tuscheln sie halt so. Wenn sie sonst nichts erleben, mach sie zum Teil der Show. Sommer in Berlin, da erstmal geht's raus ins Grün. Warm up im Girls United Bootcamp, hier lernst du, wie du sie zum Lachen bringst. Sommer in Berlin, bevor wir um die Häuser ziehen. Training im Girls United Bootcamp. Wir machen das, was gute Laune bringt. Wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel. Dabei weiß ich ganz genau, was ich will. Auf dem Asphalt des Lebens stolprig stetig vorwärts. Verlier ich den Tritt und fall Kopf über Herz. 9 Kilometer von Tür zu Tür. 9 Kilometer trennen mich von dir. Sag mir nur die Richtung, wohin die Reise geht. Ich zieh mir noch schnell die Schuhe an und mach mich. Anzeige stand gesucht, gefunden unter das sind wir. Doch wie kam das ich zum Du? Wie wird aus dem Dort ein Hier? Mit Fahrplänen kannte ich mich noch nie aus. Ich lauf einfach los und nehm das Tempo raus. 9 Kilometer von Tür zu Tür. Schuhe an und mach mich auf den Weg. Bist du auch schon losgelaufen, dann dauert's nicht mehr so lang. Treffen wir
So Leute, wir sind wieder da. Wir hatten eine kurze Pause und jetzt machen wir aber weiter. Wir sind in Speiches Blues-Kneipe ohne Publikum heute. Wir haben eine Corona-gerechte Sendung mit Jana Berwick, von der ihr auch gerade welche Stücke gehört habt. Also zuletzt, das war 9 Kilometer, das ist das erste Stück auf der CD und davor Girls United Bootcamp, was auch die neue Single sein werden wird. Okay, gut, danke schön. Und Wolfgang Endler haben wir auch hier und der kommt jetzt auch wieder auf die Bühne und der wird uns im Laufe der nächsten 10, 15 Minuten ein paar Stücke vorlesen aus einem Buch, was zusammen mit dem Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Lyrikabteilung entstanden ist. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Hallo Wolfgang, dein Mikro war das rote. Genau, ich wollte eben in die Unendlichkeit sprechen, aber das ist ein Verfahren, was nicht nur Einstein erschrecken würde, aber vor allem was sinnlos ist. Das ist das Entscheidende. Aber Wolfgang, bevor du loslegst, kannst du uns noch erklären, was du uns hier mitgebracht hast. Okay, genau, was habe ich hier eigentlich mitgebracht? Also, bei Auftritten bin ich manchmal unglaublich nervös, weil ich Texte entweder noch nicht auswendig kann oder mir die Reihenfolge nicht eingeprägt habe, die aber manchmal wichtig ist inszenatorisch. Und dann mache ich mir irgendwelche Spickzettel, die kann ich dann je nachdem unter die Armbanduhr klemmen, mir mit einem Kuli auf die Hand schreiben oder eben die schönere Form dann Notenständer. Und manchmal nehme ich mir aber auch Gegenstände, weil ich bin ein sehr gegenständlich denkender Mensch. Also der Begriff Eselsbrücke stammt nicht von mir, aber ich muss sagen, für mir helfen die Sachen. Und von daher habe ich heute Morgen diese schöne Skulptur, also die ist nicht von mir, der hat ja Muharrem Batman, mein ehemaliger Computerhändler, der auch Künstler ist, hat das Ding aus Computerteilen gemacht. Weil das der ist ein Coronavirus. Ein Coronavirus. Und zwar hat er das aus Computerteilen gemacht. Der ist ja selber ein Computerfreak, aber eben auch künstlerisch sehr talentiert. Und dann hat mir das die Angst genommen und heute Morgen mich angeregt, ob ich da nicht das irgendwie verzieren könnte, um gleichzeitig für mich auch sozusagen einen Merkzettel zu haben. Und da steht drauf auf Englisch, ich sage auch gleich warum auf Englisch, Corona Capitalism Contra Culture. So, ich bin jetzt kein begnadeter Zeichner, sonst hätte ich dann die Coca-Cola-Schriftzüge gemacht, auch auf die Gefahr hin, dass ich danach mit einer riesigen Klage überzogen werde. Ich habe nämlich heute Morgen ein Lied gehört, das fing mit den englischen Wörtern an, ich übersetze es gleich. Expectation is high, motivation is low. Also die Erwartung ist groß, aber die Motivation ist gering. Das Thema hatten wir ja vorhin schon mal, ne, mit der Frage, den Arsch hochkriegen oder aus dem Bett kommen. Und da dachte ich mir, Mensch, dann machst du das mal auf Englisch, dann hast du viele Buchstaben C drin. Und aber nochmal, ich lege jetzt keinen Wert darauf, dass das jetzt als Kunstwerk anerkannt wird, aber das, was der Muharrem Batman gemacht hat, den kann man übrigens auch bei Facebook, ist der auch, das finde ich schon ein tolles Teil. Gut, das war jetzt praktisch die Hilfestellung und das mit dem Kapitalismus hatten wir ja teilweise schon, was die Stadt angeht. Genau. Und da fiel ja auch schon ein Firmenname und anderes mehr. Und ich wollte jetzt aber noch etwas zum Künstlerstatus sagen. Und zu der Lage von Künstlern und Künstlerinnen. Ja, gerne, genau. Wie gesagt, du sagst was zum Künstlerstatus und dann liest du uns aber noch ein bisschen Lyrik aus der Neuerscheinung vor. Dann genau. Machen wir's so. Okay. Und zwar, ich habe in einem alten Büchlein von mir geblättert, das sieht so aus, markant bis makaber, und da hatte ich geschrieben ein kurzes Stück, das heißt Scheinalternativen, das kann man aber auch Schweinalternativen lesen. Dazu hat die Doro eine schöne Illustration gemacht. Der Text heißt: Vor die Entscheidung gestellt zwischen Leithammelkultur, Leitschweinkultur und Leitkuhkultur wurde er autonomer Hungerkünstler. Und diesen Status... Das ist aber makaber, Wolfgang. Das heißt ja auch markant bis makaber. Okay. Und wie gesagt, ich helfe mir manchmal darüber hinweg und auch meinem Freundeskreis, dass ich sage, okay, lass uns darüber Witze machen und jetzt kommen wir zur Sache, jetzt machen wir was Praktisches. Okay. Lies mal was vor, was uns in eine schöne Laune bringt. Ja, genau.
tierisch frohe Botschaft. Tierpark Berlin vermeldet Geburt eines Panzernashorns. Öffentliche Taufe auf den Namen Leo, gesponsert von der Firma Rheinmetall. Und ja, extrem grüne Konsequenz. Also es ist jetzt kein Parteitagsmotto hier, wir sind ja nicht bei der Partei XY, wir machen keinen Wahlkampf. Extrem grüne Konsequenz. Das ist ein Missbrauch der Farbe des Korans, sagte der Islamist und sprengte den Kunstrasen. Der ist gut. Wir haben über Bauchgefühle vorhin auch geredet und mir tauchen so eine Fragen auch beim Schreiben auf oder im Alltag und habe eine Frage aus dem Bauch heraus. Wenn es wahr ist, dass die Migration Mutter aller Probleme ist, also wörtliches Zitat, ja? Die Migration ist Mutter aller Probleme, ist Seehofer dann eine Fehlgeburt? Aber du wolltest was Positives Erbauliches. Haben. Erbauliches. Pass auf. Ein Prenzlberger Künstler, der gar nicht weit von hier entfernt wohnt, der Kai Pohl, hatte ein sehr schönes Gedicht geschrieben, das heißt Kantilene. Und ich habe jetzt darauf ein Gegengedicht geschrieben, wobei Gegengedicht heißt nicht etwa Kontra, sondern heißt eine andere Sichtweise, eine andere Form über das gleiche Thema. Die Überschrift Kanthaken kontra Windkanter. Bedarf kurz der Erklärung. Kanthaken ist ein Haken, mit dem man Baumstämme ziehen kann oder Boote davor, dass sie gegen eine Wand knallen. Und der Windkanter ist eine spezielle Gesteinsform. Wenn nach der Eiszeit hier die Winde wehten und die Steine, die oben auf der Düne lagen, schliffen, sahen die nachher aus wie ein Boot, was man auf Kiel oben legt. Zweite Stimme auf Kantilene von Kai Pohl. Anonyme Wiederholungstäter drehen am Hamsterrad. Du mittendrin im Getriebe. Moderne Zeiten 2.0 reloaded. Orientierungsschwäche, deine einzige Stärke. Orient, Okzident, scheißegal. Prädemente Suche nach Ausgang aus dem Weltdorf-Labyrinth. Bist schon längst im Visier ihrer Drohnen. Reibeiserne Gedanken, Gefühle, abgeschabt, abgeschliffen. Schlaglöcher, Abrieb gefüllt, auf stillgelegter Lebensautobahn. Steinbruch gesäumt, schwere Brocken. Hast vieles geschluckt, ohne zu kauen. Selbst zum Erbrechen fehlt oft die Kraft. Kassengebiss im Wasserglas. Sprudelnde Träume von knackigen Äpfeln und Wachstumsschmerz. Dann kann ich dich vielleicht gleich auch mal anschließend fragen, wie du die Maßnahme, das ist ja alles nicht sehr erbaulich, das ist natürlich jetzt keine Kritik, sondern einfach eine Feststellung. Wolfgang, wie beurteilst du die Corona-Maßnahmen, wie fühlst du dich damit und wie könnte man es besser machen? Also auf Einzelsachen möchte ich, die ja vorhin schon von Jana und von dir auch angesprochen wurden, würde ich jetzt gar nicht mehr einlegen wollen, sondern auf was Grundlegendes. Aber ich will nicht furchtbar allgemein reden. Nee, mach. Also von Beruf, ich bin früher war Biologe, ich war Orthopädie-Mechaniker, Zerspanungsfacharbeiter und alles Mögliche und Aerosole, das wusste ich alles schon früher. Und Allergien kannte ich alles schon aus der Praxis, aus meiner eigenen Haut. Und ich weiß auch den Unterschied zwischen einem Schrotgewehr und einer einschüssigen Flinte. Simpel ausgedrückt,
wenn ich infektiös bin, egal mit welchen Viren oder Bakterien, und ich sprühe das in die Weltgeschichte herum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemand anders infiziere, hängt sozusagen von meinem Sprühkegel ab. Und die Trefferwahrscheinlichkeit, die kann man dann bei einfachen Substanzen sogar berechnen. Gut, das war jetzt nur eine Vorbemerkung. Daraus folgt natürlich überhaupt nicht, was daraus direkt für politische Maßnahmen abzuleiten sind. Sondern ich möchte was Methodisches anmerken. Mach mal so, dass alle verstehen, das, was das du sagst. Also, ich habe bis zu meiner Berentung 15 Jahre an der TU gearbeitet in einer Einrichtung, die hat sich mit Wissenstransfer beschäftigt. Also nicht nur mit Wissenschaftstransfer, sondern darüber die Frage, welche verschiedenen Formen von Wissen können wie jemand beigebracht werden. Okay. Und dazu gehört natürlich auch die Frage von Infektionsanfälligkeiten und so weiter und so fort. Und eine ganz wichtige Sache ist dabei, wie gewinnen Menschen Wissen und wie tauschen sie es aus, wie geben sie es weiter? Und meine Hauptkritik, sowohl an der Bundesregierung wie an allen möglichen anderen Regierungen der Welt, ist nicht, also ich sage nicht, die Bundesregierung hat alles falsch gemacht, Frau Merkel ist eine Diktatorin und all so ein Quatsch, also das sage ich nicht. Ich bin zwar noch nie ein Freund irgendeiner Bundesregierung gewesen, seit meinem Eintreffen in der BRD 1971, aber daraus folgt überhaupt nicht, dass ich alles falsch finde, was andere machen. Und der Kernpunkt, der eine, den du vorhin schon angesprochen hast, das war der mit dem Unterschied zwischen in die Fläche gehen und die sozusagen die Hotspots identifizieren. Also meiner Meinung nach war der erste Fehler der, gleich in die Fläche zu gehen, anstatt sich erstmal um die Ausstattung des medizinischen Personals und der besonders gefährdeten Patientinnen und Patienten zu kümmern. Also das sage ich nicht jetzt, das habe ich damals schon in meinem Freundeskreis auch gesagt, dass ich das für einen falschen Ansatz halte. Aber jetzt sage ich noch mal was, was auch missverständlich ist, ich kann es kurz erläutern. Ich habe während meiner 15 Jahre der letzten Berufstätigkeit eine Sache gelernt mit dem Austausch von Wissen und letztlich natürlich auch mit dem Treffen von Entscheidungen. Es geht nicht darum zu sagen, ein komplexes Problem, wie zum Beispiel eine Pandemie, die kann nicht einfach nur mit einer einfachen Lösung arbeiten, das geht nicht. Aber es ist auch falsch, das Know-how, was in dieser Gesellschaft massenhaft vorhanden ist, und zwar nicht nur bei Virologen, Epidemiologen, Ärzten, Pflegern, Gesundheitspersonal, sondern auch bei anderen Menschen aus der Praxis, Künstlerinnen, Künstler, Handwerker, Gewerbetreibende, Durchschnittsmenschen, wie kann deren Wissen, Know-how und deren praktische Erfahrung eingespeist werden in einen Entscheidungsprozess? Das ist nicht das Gleiche, was mir bei einem Telefoninterview jemand spontan vorhielt. Ich will so eine Art Volksabstimmung machen, wo jeden Tag 80 Millionen entscheiden, was morgen gemacht wird. Darum geht es überhaupt nicht. Also nicht um einen Bürgerdialog der Form, dass alle Bürger mal kurz abstimmen sollen und dann wird es so gemacht, sondern ein abgestuftes Entscheidungsverfahren, was ich bisher so nicht sehe. Ich sehe, Das denn deiner Meinung nach genau aussehen? Sei doch mal konkret. Okay, das würde heißen, letzten Endes müsste zwar eine Bundesregierung oder eine Landesregierung bestimmte Dinge entscheiden. Das kann ihnen keiner abnehmen. Da kann nicht eine Beratungsgesellschaft, sonst lassen sie sich ja von KPMG und wem auch immer beraten, bei allem Möglichen, so nicht. Also Entscheidungen müssen getroffen werden, beziehungsweise auch Beamtinnen und Beamte werden manchmal vor Ort und ein Arzt oder eine Ärztin müssen auch vor Ort Dinge entscheiden, die man nicht von vornherein sagen kann. Aber es werden ja durchaus Verbände und Gewerkschaften auch gehört. Aber diese Art des Hörens ist ein mehr oder weniger willkürlicher Vorgang, weil eine Regierung kann sich praktisch aussuchen, von wem sie sich beraten lässt und von wem nicht. Und das ist genau das Grundproblem. Ist das ein demokratisches Problem? Ob wir dann heute wesentlich weiter wären, kann ich natürlich nicht beurteilen. Das wird nur ein Gedankenexperiment. Ich finde es ja innerhalb interessant, dass Landesregierungen zum Beispiel schon zugegeben haben, dass sie meinetwegen bestimmte Sachen falsch entschieden haben. Das ist ja auch okay, sowas zuzugeben. Nein, aber ich finde, dieses abgestufte Entscheidung treffen setzt eben voraus, und dann sind wir wieder bei den Arbeitsplätzen. Wie kann es angehen, dass ich im März, April oder so in einer Radiosendung, wo jeder darf seine Sorgen loswerden, ein etwa 35-jähriger Mann anruft und sagt auf die Frage des Journalisten, ob er sich Sorgen mache, nee, um sich selber nicht, aber um seinen Vater.
der arbeitet bei Balsen in der Keksfirma, ne? Bei mir schräg gegenüber, ich rieche manchmal die Vanille. Und die arbeiten da dicht an dicht. Und dann sagt der Journalist, oh, das ist ja schrecklich und schade und so und so. Und dann ist das Gespräch beendet. Und dann denke ich mir, sag mal, ich bin noch Gewerkschafter, ich kenne mich mit Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz aus. Warum denn ein Betriebsrat, warum denn eine Gewerkschaft, warum ein Arbeitssicherheitsbeauftragter, warum die Berufsgenossenschaft, es gibt die Betriebsärzte, es gibt eine Abstufung von Institutionen und Personen, die sich in Deutschland seit 100 Jahren oder teilweise mehr um sowas eigentlich kümmern müssten. Und die gucken einfach zu. Darf ich da mal kurz, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, das passt aber nochmal, ich habe gerade vor 2 Tagen im Tagesspiegel einen Artikel gelesen, wo ich auch dachte, ich lese nicht richtig, da war also, nachdem wir jetzt knapp ein Jahr unter wie auch immer Restriktionen leiden, war da ein Artikel, wo geschrieben wurde, man hat völlig vergessen, die Büros, in den Großraumbüros, da sitzen 30, 40 Leute in einem Raum, da hat keiner eine Maske auf, die sitzen da in dieser schlechten Büroluft, man kennt das, da ist vielleicht mal, jagt mal alle paar Stunden die Klimaanlage durch und kein Mensch schert das. Ja, da frage ich mich, also alle müssen hier irgendwie springen und da wird einfach nicht hingeguckt. Es ist ja im Grunde das, was du gerade sagst, also ja, es ja, geht nach Würfeln. Ja, das ist ja gar kein besonders origineller Gedanke. Also bei mir ist er zwar dadurch noch fundiert, dass ich beruflich mich damit beschäftigt habe oder dass jetzt ich Mitglied im Landesverein für Umweltberatung bin, wo wir uns über Schimmelpilze und alles Mögliche seit Jahrzehnten Gedanken machen, sondern, und ich meine, über Tönnies und so müssen wir ja wahrscheinlich jetzt auch hier nicht mehr reden. Nee, das ist bekannt. Das heißt also, meine Frage, das ist doch ein Versagen, nicht unbedingt jetzt der Bundesregierung, das will ich nicht als auf die Bundesregierung abladen, so ein Versagen von Behörden, aber auch von Gewerkschaften, von Betriebsräten, von Personalräten und wie sie alle heißen mögen, ja, die dafür doch eigentlich zuständig sind. Und mir geht es genau darum, nicht jetzt eine Beschimpfung von Einzelnen oder Personengruppen zu betreiben, die bringt im Regelfall nichts, sondern die Frage nach den Strukturen zu stellen, wie die ihr Know-how, ihre Erfahrung, und zwar nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis zusammenbringen können, die dann auf einer höheren Ebene eine Entscheidungsfindung machen können, die auch weiter akzeptiert wird. Denn je mehr, das ist doch klar, wie beim Vandalismus, je mehr Leute eine Sache lieben und schätzen, desto mehr werden die auch schützen. Ja, es ist genau das, was du sagst, finde ich auch interessant, dass wenn die Bevölkerung also nach und nach das Gefühl hat, das ist sowieso alles Willkür, ja. Weil zum Beispiel die Baubranche boomt ja auch und ich kenne jemanden, der auf dem Bau arbeitet, der sagt, da gibt es nichts mit Corona-Maßnahmen und so, die stehen da dicht an dicht und ich habe es auch im eigenen Umfeld im Frühling erlebt, bei uns wurde saniert und da war nichts mit Abstand, die standen also zu dritt bei mir auf dem Balkon und haben da den Putz abgehackt und so weiter und so fort. Also meine Sorge ist einfach, dass wenn das so weitergeht und die Bevölkerung das Gefühl hat, es ist einfach nichts mehr durchdacht und es wird einfach nur noch irgendwie durch Zufall irgendwo hingezeigt, dass die Bevölkerung nach und nach sagt, wir spielen nicht mehr mit und ja, dass das dann wirklich gar nicht mehr mitgespielt wird, dass auch keiner mehr eine Maske aufsetzt oder Abstand hält, dass wir dann wirklich, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, klar. Nein, die Gefahr ist ja gegeben. Ich sage ja nicht, dass es eintreten muss oder dass es eintreten wird. Ich bin ja kein Prophet. Ich will nochmal deutlich unterscheiden. Ich will Dinge, die mir jetzt erst die letzten Wochen oder Monate wirklich eingefallen oder aufgefallen sind, die ich besser recherchiert habe, die will ich jetzt nicht als meine Meinung von März, April ausgeben. Ich will es wirklich mal deutlich unterscheiden. Ja, ich habe da auch was dazu gelernt. Ich habe ein dickes Buch, ja, habe ich mitgebracht, zum Beispiel gelesen. Und das gibt schon und eben gehorcht, was Leute sagen. Aber nochmal, für mich ist das ein Kommunikationsproblem und diese Kommunikation, es gibt seit Jahrzehnten den Begriff der Risikokommunikation. Ja, ob jetzt die angeblich umstürzenden Bäume, die so und so viel Autos schädigen oder wer auch immer wen schädigt, ich habe das als Ehrenamtler auch sehr häufig erfahren. Die Risikokommunikation, wir leben in einer Risikogesellschaft, das ist ganz klar. Wir können nicht sagen, Politikerinnen, Politiker, Beamte, die sollen mich mal zu 100% schützen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber was notwendig ist, und das ist ja nicht bloß ein Verfassungsrecht, dass sowohl die gewählten Organe, wie aber auch die anderen, die gesellschaftlichen Gruppen, die Verbände, die stärker nicht nur in die Pflicht genommen werden müssen, aber sondern auch denen die Chance gegeben wird, sich positiv einzubringen. Ja, ob das jetzt Kirchen, muslimische Verbände, es ist
im Prinzip scheißegal. Überall kann infiziert werden und überall kann auch desinfiziert werden. Also ich denke mir, dass hier neben der Politik also auch die Gesellschaft einfach viel stärker gefordert ist. Also du meinst, die Gesellschaft ist einfach zu still und lässt einfach diese Willkür zu sehr und irgendwann knallt. Also das ist so mein Eindruck oder meine Sorge, dass man einfach den Mund hält und das alles brav mitmacht, bis man irgendwann keine Lust mehr hat und dann geht's rund. Okay, na, ich würde es jetzt aber nicht bloß auf die Durchschnittsbürger beziehen, sondern wirklich, ich lege nochmal Wert darauf, dass die Mehrzahl der Deutschen, egal welcher Herkunft, sind ja in irgendwelchen Verbänden organisiert. Ihr wisst ja, die Anzahl der Ehrenamtlichen ist groß. Wenn ich jetzt zum Beispiel ehrenamtlich als Beispiel Obdachlosen in der Hasenheide helfe, setze ich mich natürlich auch einem gewissen Infektionsrisiko aus. Aber das nehme ich als Bürger, nehme ich das in Kauf und dann denke ich mir, okay, ich weiß ungefähr, wie weit ich gehen kann, die sind zu mir okay, keiner knutscht den anderen ab, also kann ich das machen. Aber mir ist schon klar, dass jetzt meinetwegen der Chef oder die Chefin einer diakonischen Einrichtung oder jemand, der 10 andere beschäftigt hat, natürlich noch als sogenannter Arbeitgeber, ich hasse den Begriff, aber ich nehme ihn jetzt mal, als sozusagen natürlich eine besondere Verantwortung trägt, auch für die Beschäftigten. Und dieses ist natürlich dann ein zusätzliches Problem, auf der anderen Seite aber auch eine Möglichkeit, die dann nach oben durchgegeben werden muss, bis wohin kann ich überhaupt noch Verantwortung tragen für 10, 20 Menschen und wo endet meine Verantwortung. Und das muss kommuniziert werden. Und das ist dir nicht genug? Das ist mir überhaupt nicht genug, nein. Okay. Ja, aber bitte mit Mikro, bitte mit Mikro. Bitte mit Mikro. Das ist Klaus von Kieke Maffel in Berlin, unser Kameramann. Ja. Also ich persönlich trage die Maßnahmen mit, die zurzeit getroffen wurden. Und ich finde, bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es 82 Millionen Bundestrainer und zurzeit haben wir 82 Millionen Virologen. Und ich denke, es gibt jetzt mindestens zwei Seiten der Bevölkerung, zum Beispiel die Total-Egoisten, die man zum Beispiel in Winterberg sieht, die roden gehen und so weiter, und dann sieht man die Leute, die vorsichtig sind, so wie ich zum Beispiel. Ja, ich denke, jeder sollte auf sich selber achten und nicht sagen, ich muss jetzt das und das machen, sondern man sollte auch sich auf andere Leute nehmen. Ja, und ich finde jetzt eure Diskussion, finde ich nicht so, aus meiner Sicht jetzt nicht so gut. Ist jetzt nicht meine Ansicht. Okay, aber das ist ja gut, dass wir mehrere, wie gesagt, dass wir immer noch mehrere zu Corona, dass immer noch mehrere Stimmen gehört werden, zumindest, also nicht ja, verboten sind, sagen wir mal so. Wie gesagt, Klaus, danke. Ich finde es überhaupt nicht problematisch, dass es verschiedene Meinungen gibt. Im Gegenteil, nur genau. Zu behaupten, meine eigene Meinung jetzt als Wolfgang Endler wäre jetzt die allein selig machende, das würde ich niemals tun. Ich habe bewusst das nochmal eingeschoben. Was sagte ich auch im März und was sage ich jetzt? Da hat sich bei mir auch was verändert. Nur, wenn mich jemand, zum Beispiel mein Computerfreund, besucht mich bei mir zu Hause, dann frage ich ihn, ob er eine Maske tragen möchte oder nicht und ob ich eine Maske möchte. Wenn er sagt, er möchte, dass ich das, dann setze ich auch in meiner Wohnung eine Maske auf. Weil für mich ist der Mensch relevant an einem bestimmten Ort, der entweder das höchste Risiko real hat oder für sich befürchtet. Und ich werde niemals jemand als Querulanten oder wie auch immer bezeichnen, der mich darum bittet oder mir ein Signal gibt, ich soll eine Maske tragen. Überhaupt nicht. Und zwar in der Öffentlichkeit sowohl, aber selbst in meinem privaten Bereich. Das heißt, es geht nicht darum, also pass auf, selbst wenn ich den Wert der Maske aus rein naturwissenschaftlicher Sicht mit, sagen wir mal, 50% nur einschätze, ist das für mich kein Argument zu sagen, ich vermeide jetzt dann eben die anderen 50%, sondern ich gucke, dass ich da Rücksicht nehme und das nicht nur wegen Corona. Wenn man sich die Erkältungskrankheiten generell ansieht, also stärker aufeinander zu achten, auf die eigene Hygiene, muss ich bei mir sagen, die hat sich auch verbessert. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Aber Wolfgang, entschuldige, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, also ich denke auch, da kann ich wahrscheinlich für sehr viele sprechen, außer für diese Corona-Leugner. Also ich glaube, diese Masken, die stehen, glaube ich, im Moment nicht so zur Diskussion. Ich glaube, so was das Maskentragen angeht, sind die meisten
nach anfänglichem Geschrei können die meisten damit leben, weil man sieht ja auch mittlerweile in den Öffentlichen kaum mehr jemand ohne Maske. Ich glaube, es geht jetzt wirklich um diese Maßnahmen, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Weil, also auch wenn du sagst, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, ob eine Maske jetzt hilft oder nicht, aber gut, die Leute setzen sie auf. So, also das haben wir ja im Grunde durch, da gibt es ja keine Diskussion mehr. Die Diskussion gibt es ja im Moment um diese ständig, die ja jetzt nochmal verschärft werden, um diese Maßnahmen, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann und wie du richtig sagst, wo eigentlich immer nur eine bestimmte Gruppe gefragt wird und in den Großraumbüros sitzen weiterhin 30 Leute auf engstem Raum im MIF und können da munter arbeiten und sprechen und da schert sich kein Mensch drum, selbst wenn sie gern Schutzmaßnahmen hätten. Also darum geht es ja, dass man das Gefühl hat, die Maßnahmen sind eine Willkür, die für einige gelten und für andere eben nicht. Und wie gesagt, es gibt dann immer noch mal den feinen Unterschied zwischen dem, was sagt er schon, was objektiv nachprüfbar ist und von dem, was Menschen darüber denken. Und der reine wissenschaftliche Nachweis von irgendwas nützt erstmal nicht viel, wenn er erstens nicht kommuniziert wird oder zweitens Leute das sowieso für Quatsch halten. Und wie gesagt, ich bin da durchaus belehrbar. Aber wie gesagt, was du sagst mit Willkür, also wenn der Anschein von Willkür auftritt, selbst wenn er nicht unbedingt aus meiner persönlichen Sicht gerechtfertigt ist, ist das auf jeden Fall unglücklich. Und da muss versucht werden, gesellschaftlich, also ich sage bewusst nicht Mann, oder die Politik, dann ist jeder Einzelne auch aufgefordert, außer den Interessenverbänden, von denen ich sprach, oder Gewerkschaft, bla bla. Also neben diesen kann und sollte auch jeder Einzelne sagen, in meinem persönlichen Umfeld würde ich das und das machen, aber ich möchte nicht Gänsefüßchen Opfer von willkürlichen Entscheidungen werden. Okay. Nee, dann habe ich dich auch richtig verstanden. Gut oder nicht gut, also wir werden ja sehen, wir haben ja jetzt gerade erst oder ab morgen, soviel ich weiß, gelten diese verschärften Maßnahmen und da müssen wir einfach mal gucken. Ich habe jetzt gehört, es gibt eine Initiative, wir öffnen trotzdem, die soll ab morgen in Kraft treten. Das sind also Ladeninhaber und die haben wohl auch ein paar Juristinnen und Juristen sich dazu geholt, deutschlandweit, und die wollen morgen ihre Läden aufmachen. Und ich denke mir, wenn das durchkommt, dann ist der Lockdown sowieso zu Ende. Aber das werden wir ab morgen erleben, wie das vor sich geht. Und da kann man nur hoffen, dass es da irgendwie friedlich und ruhig abgeht und dass es da kein großes Geschrei und Theater gibt oder dass noch jemand zu Schaden kommt. Wolfgang, sei doch so gut, wir kommen jetzt so langsam so zum Ende der Sendung, dass ihr noch, sei doch so gut und lese uns noch ein, zwei kurze Lyrikstücke vor, wie du möchtest. Und gut. Dann würde ich gern auch Jana noch mal auf die Bühne holen. Ja, okay, ich mache jetzt wirklich mal was Erbauliches. Das wäre schön. Wobei ich sagen muss, dass das Gedicht Windkanter und Kanthaken gar nicht unerbaulich ist, weil die letzten Zeilen, sprudelnde Träume von knackigen Äpfeln und Wachstumsschmerz, die haben ja einen ziemlichen Optimismus. Ne? Da geht ja noch was. Und ich fand, verstehst du, das ist... wie man das auslegt, soll jeder aber für sich entscheiden. Aber ich mache mal was wirklich Schönes. Okay. Das heißt, Tag der Befreiung und kann aber nicht nur am 8. Mai vorgetragen werden. Ich bin der Geist in der Flasche, der schnell Raum gewinnt, verwirrend Fäden spinnt, zu Wort und Taten gerinnt. Zuerst scheine ich flüchtig, scheinbar lebensuntüchtig, werd dann stärker, ergreift dich, berauscht dich, macht dich süchtig. Du kannst wohl versuchen, mir flink zu entrinnen, kannst wild mich verfluchen, schreien wie von Sinnen. Versuch nur nach Kräften, mich zu ignorieren, wirst mich doch inhalieren, kannst mich nicht negieren. Bin ich erst tief in dir, siehst du alle Gestirne. Und vertraust du nur mir, hast du 1000 Gehirne. Kannst mit deinesgleichen wortlos kommunizieren und wirst vieles erreichen, ohne lang zu studieren. Sicher wirst du jetzt fragen nach dem Kleingedruckten, weil die Lieder dir zuckten von verstecktem Interesse. Nun, mein Preis ist nicht hoch, will mich nur schnell verbreiten. Zwing dich nicht in ein Joch, möchte für dich streiten. Gegen Schwachsinn und Hohlheit in den Fernsehkanälen, gegen Innenminister, die Trojaner auswählen.
Liebe den freien Flug von Ideen und Träumen, brauche kein Kerosin, lande sanft in Bäumen. Überblicke von dort Schönheit wie auch Gebrechen. Tausch mich gern mit euch aus, das kann ich dir versprechen. Hab genügend erzählt, kluge Worte gewählt, nun tu du deinen Teil. Lass mich frei, Geist ist geil. Reicht das? Oder also noch was Erbauliches? Es war zumindest erbaulich. Ja, wenn du noch ein, zwei Minuten was Erbauliches hast, kannst du das auch noch machen. Ja, vielleicht das ist es auch erbaulich. Erschrick nicht, wenn du ins Gesicht des Fremden blickst und das Deinige erkennst. Okay, danke schön. Wir machen jetzt mal fliegenden Wechsel, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde jetzt gerne nochmal Jana auf die Bühne bitten und mit ihr ein bisschen plaudern. Und dann können wir nämlich danach so zum Ausklang nochmal was von Jana spielen, wenn ihr einverstanden seid. Und den Coronavirus kannst du uns hier gerne stehen lassen. Also Jana, wenn du da nichts gegen hast, dann lassen wir den. Nee, ich finde den sehr schön. So. Ich finde den sehr schön, den können wir hier gerne stehen lassen und den hat Klaus ja auch im Bild. Wie gesagt, Leute, ihr könnt uns heute hören und sehen und zwar auf video.rockradio.de und auf dem Kanal von Rockradio bei YouTube und da steht der Film danach auch auf Dauer drin, den könnt ihr dann nochmal nachschauen und die Musik lassen wir heute auch drin. Jana, wir haben ja gerade ein Thema berührt, wo die Meinungen auseinandergehen, wo auch Streit aufkommen kann und zwar was die Maßnahmen angeht. Was sagst du zu dem, was Wolfgang gerade gesagt hat? Hast du da auch eine Meinung zu? Also, was? Sprich ins Mikro, bitte. Nee, ich kann das nachvollziehen. Ich höre Wolfgang gern durch, weil es immer sehr durchdachte, von allen beleuchtete Argumente sind. Und das finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Impuls. Ne? Was ich sozusagen mir daraus ziehe, was mir auch ein bisschen fehlt, ist eben so dieses bisschen, man fühlt sich halt ein bisschen ohnmächtig, es fühlt sich so übergestülpt an und man, das war ja auch im Frühjahr so, ich glaube jetzt inzwischen ist es so ein bisschen aufgebrochen, ne? Man sagt, ja, man tut es auch für die Alten, ne? Dass man die isoliert, aber hat jemand einmal die Alten gefragt, was die wollen? Ja. Ne? Also das ist halt so ein bisschen Das meinte ich ja vorhin, also bei uns die Alten, wenn ich mit denen spreche, die wollen das gar nicht. Mhm. Also weil für die ist das ja das, was die auch am Leben, was das Leben lebenswert macht, ne? Und das ist halt so. Das habe ich da auch ein bisschen rausgehört bei dem, was du gesagt hast. Ja. Also finde es eine schöne, interessante Debatte auf jeden Fall. Also du sagst auch, man hätte wirklich mehrere Seiten zu Worte kommen lassen müssen, um diese Maßnahmen zu planen. Genau habe ich das ja gar nie durchdacht. Das ist ja jetzt gerade ein Impuls, wo ich so denke, ah ja, stimmt, das ist, man stützt sich dann halt auf bestimmte Leute und versucht auch irgendwie sich voranzuroppen. Ne? Es war ja gerade im Frühjahr sehr unübersichtlich, das ist ja auch verbunden mit einer ganz großen Angst. Aber ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man das ein bisschen gezielter jetzt, wurde ja eigentlich im Frühjahr schon gesagt, es kommt die zweite Welle. Und auch historisch gesehen, ne, wenn man sich diese, habe ich auch mal ein bisschen nachgelesen, diese spanische Grippe, ne, da gab es ja auch drei Wellen und die zweite war halt die, wo am meisten Leute gestorben sind oder ob man als Menschheit auch so eine Verluste sozusagen, also auch wissen muss, dass es das eben gibt und dass man nicht alles verhindern kann. So, also das. Wie siehst du das persönlich? Was meinst du so, wenn du das gegeneinander abwägst, muss man damit leben und muss man auch damit leben? Weil zum Beispiel in Schweden haben die ja gesagt, wir machen gar nichts zu. Dieser sogenannte schwedische Weg bedeutete ja, dass alles offen blieb und die haben ja sehr viele alte Leute gehabt, die gestorben sind daran. Ich würde sagen, das muss man, wenn alles überstanden ist, einfach nochmal beleuchten. Weil jetzt ist ja die Frage, wie viele Menschen jetzt auch noch sterben werden. Ne? Also und dann muss man halt auch sagen, also ich meine, wir haben ja, im Grunde denke ich, es hätte viel schlimmer kommen können. Also es hätte eine krassere, eine viel aggressivere sozusagen Krankheit sein können, die wirklich halt Massen hinwegrafft.
Also da haben wir ja nochmal Glück. Das ist für mich eher so ein Warnschuss, wo ich denke, wir müssten jetzt mal vielleicht ein bisschen generell nachhaltiger denken und sowieso, was das eigentlich alles, woher das kommt, ne, das hat ja viele Zusammenhänge, ne? Und das kommt mir jetzt halt wiederum zu kurz. Also ich hatte im Frühjahr gehofft, dass da ein bisschen mehr. Über den Sommer meinst du, dass man im Sommer sich vielleicht besser vorbereitet hätte? Oder? Nee, im Frühjahr auch, was das sozusagen langfristig auch bedeuten könnte, ach so, wie man Gesellschaft auch neu entwerfen könnte, ne? Und anders. Genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Was, wo waren wir gerade? Wie du den Redebeitrag von Wolfgang bewertest. Genau, also dass man nicht alles verhindern kann, ne? Also genau, das, wegen Schweden und so weiter. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich denke, der Mensch muss ja die Zeit in seinem Leben irgendwie verbringen. Und man kann halt mit viel wenig erreichen, man kann mit viel, viel erreichen. Ich kann das halt nicht einschätzen. Ich meine nur, dass halt so auch, es gibt ja verschiedene Themen, wo der Mensch so sagt, wir müssen das verhindern, wir dürfen das nicht machen und das müssen wir auch noch in den Griff kriegen. Wir sind halt begrenzt und wir werden nicht alles verhindern können. Das will ich halt nur sagen, ne? Dass man, und dass das jetzt so ein krasses Thema geworden ist, auch mit diesen Schuldzuweisungen, das finde ich halt wirklich ganz furchtbar. Schuldzuweisung an wen, wie meinst du das jetzt? Naja, dieses, wenn man, wie man sich infiziert oder das, ich will jetzt nie zu viel Halbwissen auspacken, aber dass man, dass viel mit Schuld auch gearbeitet wird, mit diesem sich schuldig fühlen, wenn man jemand ansteckt, das wird ja auch klar so kommuniziert. Dass da auch so eine Angst geschürt wird und das ist eigentlich so mein Hauptpunkt, den ich schwierig finde. Ne? Okay, ja. Also dass du sagst, man könnte ein bisschen runterfahren, also was die öffentliche Kommunikation angeht. Naja, nee, das soll, also abrüsten. Ich finde, Information ist auf jeden Fall wichtig und was ich bei Wolfgang Ich meine jetzt abrüsten im Sinne von keine Panik machen. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil, weil es verschlimmbessert. Also auch was, wo ich finde, also was Wolfgang, was ich mir da auch rausziehe, ist halt dieses wirklich auch mehr Aufklärung betreiben, wie man sich konkret infiziert und wie lange man auch nach einer Infektion ansteckend ist oder nicht ansteckend ist, was das bedeutet und einfach auch dadurch auch mal eine Entlastung zu erreichen und nicht nur dieses, okay, wir waschen uns jetzt mehr die Hände, aber es ist ja auch sozusagen nirgends nachgewiesen, dass man sich eben über Oberflächen ansteckt. Ne? Mhm. So, und dass man das auch mal ein bisschen kommuniziert und da halt, man kann ja trotzdem das Desinfektionsmittel da stehen lassen, aber dass man eben das wirklich sagt, wie man sich ansteckt und wie eben wahrscheinlich nicht. Also, dass das irgendwie auch stärker, kommuniziert wird und das fehlt mir halt. Es geht halt nur dieses Drücken, 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 die Zahl ist schon wieder gestiegen, so dass es, das ist auch psychisch einfach kaum zu ertragen, sodass ich auch, wie ich es schon von anderen gehört habe, auch wirklich mir überlege, wann höre ich Nachrichten und wie oft, weil es ist einfach unerträglich. Es ist einfach, es macht einfach auch Angst. Angst und ein schlechtes Gefühl, es drückt und es ist, weiß nicht, wie die Psyche auch mit unserem Körper zusammen und was auch, wie das die Krankheit und den Verlauf auch noch verschlimmern kann. So, ne? Weil da sind ganz viele psychische Komponenten meines Erachtens mit dabei, die wir natürlich überhaupt nicht unterscheiden können, so von dem, was... Okay. Also wie gesagt, man, was ich schon gerade bei Wolfgang gesagt habe, man muss natürlich aufpassen, dass die Bevölkerung nicht irgendwann wirklich sagt, wir haben sie jetzt die Schnauze voll und wir machen jetzt, was wir wollen. Und dann eben alle Vorsichtsmaßnahmen, die ja teilweise vernünftig sind. Also mit dem Händewaschen, das habe ich so verstanden, dass wenn man irgendwo zum Beispiel jemanden angefasst hat, der infiziert sein könnte, dann soll man sich die Hände waschen, deshalb, weil man sich ja auch mal unbewusst ins Gesicht fasst und an die Nase, dass man den Virus also nicht selber an die Nase bringt sich so infiziert. Also das ist ja vernünftig gedacht, das finde ich jetzt nicht aus der Welt geholt. Also das ist so meine Angst, dass irgendwann, wenn die Leute die Nase voll haben, weil sie sagen, es ist alles nur noch Willkür, dass sie sich an nichts mehr halten. Und das ist so mein Bedenken und ich glaube, da wird zu wenig drauf geachtet, dass wir in so eine Situation kommen. Na, aber zum Beispiel bei dem Beispiel, was du gesagt hast, ne, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, aber ich glaube, in der Luft sind die Viren ja
nicht lange lebensfähig und dass man das halt auch nochmal kommuniziert. Also es gibt jetzt zwar auch Studien, wie die im Dunkeln wochenlang überleben können, aber eben auch ohne diesen Zusammenhang, dass da trotzdem keine Ansteckung darüber erfolgt. Und das andere, was du gesagt hast, Entschuldigung, dass ich heute so halb aufmerksam bin. Nee, macht nichts. Ich habe gesagt, Hände waschen, damit man genau, sie nicht unruhig ins Gesicht führt. Hast du Angst, dass es sozusagen so, dass die Leute dann irgendwann alle genau auf die Barrikaden gehen? Das habe ich jetzt nicht den Eindruck, sondern dass die Leute auch wirklich sich zurücknehmen, weil sie auch Angst haben, sich anzustecken oder weil sie halt auch vielleicht eben so diesen Solidaritätsanspruch haben oder sich vielleicht auch freuen, dass es eine Zeit ist, wo eben sie ein bisschen auch runterfahren können und nicht ganz so sehr gefordert sind und sich ganz so sehr verausgaben müssen. So, also das sehe ich jetzt noch nicht tatsächlich. Also okay, also die Angst hast du noch nicht. Da gab es ja auch verschiedene Umfragen, dass mindestens, also schon ein hoher Anteil dafür sind, dass die Maßnahmen auch weitergehen, beziehungsweise verschärft werden, dass das für einige auch in Ordnung war und ein kleinerer Teil, der wirklich gesagt hat, soll abgeschafft werden. Also ich denke mal, das wäre jetzt im Moment auch nie. Okay, gut. Für mich jetzt wäre das auch nie der Weg. Muss man noch nicht befürchten. Nee, denke ich nicht. Gut. Gut, ja, wie gesagt, wir sind schon wieder mit der Zeit fast am Ende. Ich hatte ja gesagt, wir machen heute eine Werbesendung für Wolfgang Entler und Jana Berwick. Hier stehen die Bücher, die haben wir auch im Film. Nochmal, ihr könnt den Film jetzt gleich im Kanal von Rockradio bei YouTube nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Und da könnt ihr auch nochmal Jana schöne Songs hören. Die Songs bleiben drin bei YouTube. Das schneiden wir sonst normalerweise, schneiden wir Musik raus, diesmal nicht. Und die Bücher, die hier stehen von Wolfgang und die er mit Kolleginnen und Kollegen zusammen vom Lyrik, das ist glaube ich die Abteilung Lyrik beim Schriftstellerverband, ne? Die, genau, könnt ihr auch, und Wolfgang ist nicht bei Facebook, ihr könnt ihn aber über seine Seite besuchen im Internet, einfach Wolfgang Entler in eine Suchmaschine eingeben, dann kommt ihr drauf, ich habe es probiert, ist einfach, und an der Kamera war wie immer Kiekema Film Berlin, an der Technik Klaus Schnabel-Köplin von Rockradio, und weil wir noch 8 Minuten jetzt haben, also entweder spielen wir jetzt ein Stück, das 8 Minuten ist, oder zwei Stücke, die 4 Minuten sind, das, vielleicht kannst du das... Okay, also dann würde ich sagen, erst 2 am Kap der Hoffnung und dann das letzte Lied auf dem Album, das 12., Sie steht nicht still. Nummer 12. Und okay. Das habe ich, Sie steht nicht still, das möchte ich noch kurz dazu sagen, das habe ich im Frühjahr geschrieben, so mein erster August nach den 4-5 Wochen Quarantäne. Okay. Gut, das hören wir uns gerne an. Leute, wir sind im So wir dürfen, man kann das ja immer alles im Moment gar nicht voraussagen und versprechen, So wir dürfen, diesmal 5 Wochen, weil der zweite Sonntag erst in 5 Wochen ist, im Februar sind wir wieder da, entweder hier oder von wo auch immer, aber wir werden euch das rechtzeitig über die sozialen Medien mitteilen und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bleibt alle gesund. Tschüss. Tschüss. Die Alufolie wird nicht wieder glatt gestrichen. Heute nimmt er ein neues Stück Papier und belohnt sich für sein Durchhaltevermögen. 300 Tage Vorstellungsgespräch, 104. Er hat ein frisches Gefühl, irgendwann muss es doch klappen. Und packt zur Schinkenstulle einen Apfel dazu. Ein letzter Blick in den Spiegel, Chaka. Ich kann es schaffen, dann zieht er die Tür hinter sich zu. Am Kap der Hoffnung ist immer ein Plätzchen frei. Sei dir sicher, dort bist du nicht allein. Selbst wenn starker Hengst lockt sich ein in den Chat, wenn nur der Name nicht so dämlich wär. Denn eigentlich schreibt er ganz nett, und als er nach einem Treffen fragt, überlegt sie hin und her.
Sie hat die leise Ahnung, doch soll sie's nicht wenigstens versuchen. Vielleicht ist sie zu wählerisch und wird grau beim Warten auf den Richtigen. Sie klappt den Rechner zu und steht auf dem Tisch. Am Kap der Hoffnung ist immer ein Plätzchen frei. Sei dir sicher, dort bist du nicht allein. Selbst wenn Stürme bedrohlich nahe wehen, zwischen den Wolken kannst du noch den Horizont sehen. In letzter Zeit sieht er nur noch rot, das Verkaufsangebot schien wie ein Signal. Sein Leben soll wieder schwarze Zahlen schreiben, dabei bleibt die Lösung eine Qual. Denn er weiß doch ganz genau, worum es eigentlich geht, was niemand zu bezahlen vermag. Er sagt sich, noch eine Nacht drüber schlafen und schenkt seinem Traum einen weiteren Tag. Hören wir doch zu, was sie uns zu sagen.
sagen.